it's Friday again. Es ist alles Snow. It's Friday again. Es ist alles Snow. Ihr wisst Bescheid, Leute. So, ich hoffe, der Livestream ist jetzt live auch. Mal wieder viel zu spät. Wer mich kennt, weiß, ich bin immer zu spät. Sorry. Wir mussten technisch einige Sachen klären. Es war nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Ein Livestream ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Es ist kompliziert. Aber ich glaube, jetzt geht's. Los geht's, sagt Bartholomäus. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Ich sehe auch oben, ich bin live. Die Verbindung ist sehr gut, das freut mich. Willkommen an diesem Freitag. Wenn ihr mich hören könnt, schreibt es mal in die Kommentare, in die Chatbox rein. Und dann geht's gleich los. So, der Trailer funzt, das ist nice. Bisschen Filterputzen in der Zeit. Sehr gut. Also ich sehe, ihr habt euch im Chat schon fleißig amüsiert die ganze Zeit. Das freut mich sehr. Ja. Wir mussten einige Sachen gerade vorbereiten. Es ist so aufwendig mit diesen Livestreams. Ja, aber wir probieren es. Ja, wir sind dabei. Man muss die neue Technik nutzen. Wir haben jetzt, ich kann euch einmal kurz erklären, was unsere Herausforderungen waren. Ihr könnt so lange in den Chat schreiben, ob alles passt, ob die Mucke zu laut ist, zu leise ist und so weiter. Ihr seht, sieht ein bisschen anders aus als das letzte Mal noch. Erstmal haben wir den iMac aus dem Büro geholt und der steht jetzt bei mir hier im Homeoffice. Das ist jetzt quasi unser Streaming-Computer. Das letzte Mal war es ja so gewesen, dass wir über WLAN reingegangen sind und da hatte ich schon Probleme gehabt, weil ich mit so einem Adapter hier arbeite, mit USB-C, und immer wenn ich diesen Adapter dran hatte, ist WLAN weg gewesen. Was wir jetzt gemacht haben, wir sind hier komplett mit LAN-Kabel einmal drin, richtig oldschool, und haben dadurch aber eben den vollen Speed. So, und hier bin ich jetzt auch mit LAN-Kabel drin, das heißt, hier habe ich auch den vollen Speed. Jetzt ist es aber so, das ist mein Streaming-Computer und das hier ist mein, ich bearbeite Bilder-Computer. Im letzten Livestream habe ich alles zusammen gemacht, alles auf einem Computer, und dann geht er irgendwann in die Knie und ich hatte schon die Befürchtung, dass er vielleicht komplett abkackt, weil es zu rechenintensiv ist, gleichzeitig hochladen, streamen, Bilder bearbeiten und so weiter. Es hat einigermaßen funktioniert, aber ich wollte eine andere Lösung. Jetzt haben wir es so gemacht, dieser Bildschirm, technisch müsst ihr euch das mal vorstellen, dieser Bildschirm wird gerade freigegeben übers Internet, ja, auf diesen Computer, der streamt, und hier läuft quasi jetzt dieser Bildschirm über Stream, also nicht mit Kabel oder irgendetwas, obwohl die nebeneinander stehen. Das wird ins Internet hochgeladen und hier runtergeladen und hier drauf gestreamt. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen cool. Ihr könnt den Bildschirm wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Gleich erst, ja, wenn ich ihn zeige. Ich erzähle jetzt mal, was wir für Sachen heute vorhaben. Also wie gesagt, nochmal sorry für alle Leute, die ganze Zeit gewartet haben. 188 Leute sind jetzt live hier mit am Start, glaube ich. Ja. Ich check diese ganze Geschichte hier mit diesem Stream noch nicht so ganz. Aber freut mich auf jeden Fall. HSV-Joker schreibt, Boxer Schreibtisch Ben. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Sehr cool. Und Frank schreibt, er hört keine Musik. Die kommt noch, die kommt noch. Okay, nice. Also, es scheint zu laufen. Das ist schon mal sehr gut. Und dieser Livestream wird danach auch stehen bleiben, so wie der letzte Livestream auch. Vielleicht werden wir ihn noch ein bisschen zacken. Wir haben heute einige coole Sachen vor. Wir haben unter anderem einen Gast diesmal. Letztes Mal war ich ja komplett alleine. Ich habe gesagt, in den nächsten Livestreams möchte ich auch ein paar Gäste mit dabei haben. Diesmal haben wir den ersten Gast mit dabei. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon. Lukas Vögeli aus der Schweiz. Und er wird zum einen Fragen beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne schon in den Chat reinhauen. Wir haben auch ein paar Fragen schon bekommen auf Instagram. Ich habe auf Instagram gefragt vor ein paar Tagen. Habt ihr Fragen für den Livestream? Können wir hier beantworten. Ihr könnt aber auch live eure Fragen gerne hier in den Chat stellen. Und generell, wenn ihr Fragen habt, auch zum Bearbeiten, könnt ihr das auch gerne in den Chat stellen. Es heißt Community Livestream, denn es dreht sich hier alles um Fotos, um Profile der Community. Ich werde Bilder bearbeiten. Ihr könnt Bilder einsenden. Ich werde das gleich nochmal zeigen, wie das funktioniert genau. Und viele Leute haben das schon gemacht. Und zwei Bilder habe ich jetzt auch mit dabei. Das heißt, zwei Leute aus der Jaworski-Community haben ihre Bilder, also mehr, zwei Leute haben sie eingesendet, aber zwei Leute haben wir ausgewählt. Und diese zwei Leute, deren Bilder, werde ich jetzt gleich hier dann live bearbeiten. Und zwar sowohl mit einmal Photoshop Camera Raw als auch mit Luminar AI. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, gib mir mal so eine kleine Challenge. Und diesmal gibt es die ein oder andere Challenge. Ich habe auch auf Instagram nochmal gefragt, was interessiert euch, was soll ich bildbearbeitungstechnisch so machen? Und das werden wir probieren, heute so ein bisschen umzusetzen. Alright. Also. Achso, dann werden wir natürlich nachher auch noch Instagram-Profile checken. Ne? Das haben wir letztes Mal schon gemacht, ist ziemlich gut angekommen. Das heißt, es wird irgendwann
im Livestream der Zeitpunkt kommen, da werde ich sagen, jetzt könnt ihr eure Instagram-Profile reinposten. Noch nicht jetzt, noch nicht jetzt, jetzt noch nicht so weit, das wird nicht gesehen. Später. Und dann wird der Zufall entscheiden, welche Instagram-Profile wir uns angucken. Und sowohl Lukas als auch ich werden dann unser Feedback dazu abgeben. Was haben wir noch heute mit dabei? Es gibt einen Haugland Photographer of the Year Wettbewerb und da gibt es immer Monatsgewinner und die Monatsgewinner für diesen Monat, also für den Mai, eigentlich letzter Monat, aber die werden immer Ende des Monats bekannt gegeben, eine Jury stimmt ab und dann gibt es auch nochmal ein Community Voting und die Nominierten, die werden wir uns heute schon mal angucken, sind richtig geile Bilder auch mit dabei gewesen, also auch eine coole Community Aktion, die wir hier im Livestream dann zeigen werden. Ja, das ist so das, was euch heute erwartet. Also jede Menge. Ich denke, der Livestream wird wieder so um die 2 Stunden gehen. Also schönes Freitagabendprogramm. Macht euch gemütlich. Schnappt euch was zu trinken. Ein Wasser. Ein Teechen. Oder was ihr sonst so gerne trinkt. Ja, und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an. Gucken mal, was im Chat so geht. Ob die Leute alle happy sind. Genau, wie lange geht der Stream? Fragt Nordagra-Bilder. 2 Stunden. Ungefähr. Genau, das Ganze ist auch immer so ein bisschen zeitversetzt. Ne? Also ich sehe hier teilweise Sachen im Chat und dann kommt im Livestream so eine halbe Minute, Minute später die Antwort. So. Also das ist immer ein bisschen weird. So, ich zeige jetzt erstmal, wie man die Bilder einsendet und wechsle dafür mal hier kurz meinen Bildschirm. Einmal kurz gucken, wo jetzt hier der richtige Bildschirm ist. Das müsste dieser Bildschirm hier sein. Ja, das funktioniert. Also dieses Bild, das werden wir gleich schon mal bearbeiten, aber ich gehe jetzt erstmal hier kurz rein und gehe mal kurz auf die Lern-von-Ben-Seite und auf der Lern-von-Ben-Seite /lernvonben.de/YouTube, da könnt ihr die Bilder hochladen. Also das haben die Leute, die jetzt hier teilnehmen und die ich heute oder deren Bilder ich heute bearbeite, auch gemacht. Das Ganze ist kostenlos. Es gibt sogar noch etwas und zwar einen 30-Euro-Gutschein für lernvonben.de. Also diese beiden Leute, die es heute in den Livestream geschafft haben, die haben nicht nur den Fame, die haben nicht nur geile bearbeitete Bilder, sondern kriegen auch einen 30-Euro-Gutschein. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen und ja, ist am Ende eine Sache, wie gesagt, für die Community. Ihr könnt euch hier gerne auch eintragen. In den Newsletter kann man auswählen, was für Präferenzen man alles so hat und dann kriegt man nur zu den Themen die Informationen. So, hier gibt man das Ganze einfach ein, Name, E-Mail-Adresse, das ist wichtig, weil David, der heute auch hier sitzt bei mir im Livestream und Kommentare auch fleißig checkt, der wird mit euch Kontakt dann aufnehmen und das RAW-Bild anfordern, weil wichtig, hier kann man kein RAW-Bild hochladen. Das haben wir generell auch beim Fotoreiseführer und so weiter alles nicht, weil es würde unser E-Mail-Postfach einfach komplett überschwemmen und ist komplett unnötig. Wir brauchen für den ersten Eindruck, für das erste Bild quasi, brauchen wir kein RAW-Bild, sondern da reicht ein JPEG, kleine Auflösung, 1 Megabyte maximale Grenze, damit das E-Mail-Postfach nicht voll gespammt wird und dann könnt ihr das einfach hier hochladen. Da schreibt ihr noch einen kurzen Text dazu und jetzt gucken wir mal, welche Bilder heute mit dabei sind und ein Bild haben wir eben schon gesehen und zwar dieses Bild hier. Und derjenige hat auch was dazu geschrieben. Er ist Ibrahim. Ibrahim Kavusoglu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kavusoglu. Würde mich mal interessieren, woher der Name kommt. Vielleicht guckst du es ja gerade, Ibrahim. Dann schreib es mal in den Chat rein. Dieses Bild wurde am Plansee Tirol kurz vor der Grenze erstellt. Der Weg dorthin war mega anstrengend, da dort kein offizieller Weg hinführt und man durchs hohe Gras laufen muss. Ich habe mir an diesem Tag 3 Zecken eingefangen. Aua! So schnell gehe ich da nicht mehr hin. Alles klar. Fotografiert muss mit der Sony A7R II, 16-35, Blende 4.0 und Jaworski Polen Verlaufsfoto wurden benutzt. Sehr geil. Er hat auch geschrieben, ich würde mich freuen, wenn Ben das Bild mit Luminanzmasken bearbeitet und das Bild einfach geil macht. Okay, das ist die Challenge, das Bild geil machen. Dynamik ist ja da. Extra etwas unterbelichtet. Verlaufsfilter hat er auch benutzt, hat er geschrieben. Und ich würde mich freuen, wenn er das auf der oder mit der Version auf Instagram vergleicht. Ich habe das mal aufgemacht hier schon. Also hier ist der gute Ibo Kave. Und kommt aus der Nähe von München. Hat auf jeden Fall coole Bilder auf Instagram. Direkt noch ein bisschen Promo hier reingeschlichen. Und hier ist das Bild quasi bearbeitet. So sieht das aus. Okay, ist auf jeden Fall ein nices Bild. Und das schauen wir uns jetzt mal hier im RAW-Bild an. So, das Bild werde ich in Photoshop jetzt bearbeiten. Und mal gucken, was wir da rausholen können. Ibo hat geschrieben, er würde gerne, dass ich das mit Luminanzmasken bearbeite. Das Ding ist aber, das ist too advanced für so einen Livestream.
Ja, das ist, selbst wenn ich Workshops mache, so 3 Tage Intensivworkshop, frage ich die Leute mal, was interessiert euch dies, das. Es gibt einen ganzen Videokurs über Luminanzmasken, der geht, glaube ich, 2 Stunden oder sowas, wo ich das erkläre, man muss mit Ebenen arbeiten, man braucht die Luminanzmaskenaktion und so weiter. Deswegen werde ich das nicht in diesem Livestream machen. Aber ich werde etwas komplett anderes machen, weil ich glaube, Ibo hat das schon gemacht bei seinem Bild. Wenn wir uns das nochmal kurz angucken, das sieht ja schon ziemlich so bearbeitet, wie ich theoretisch auch bearbeiten würde. Ich habe mir das Bild aber vorhin schon angeguckt und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die mich so ein bisschen stutzig gemacht haben. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, warum hat Ibo einen roten Regenschirm dabei, wenn er wandern geht? Aber es sieht sehr gut aus auf dem Bild. Aber die Frage habe ich mir trotzdem gestellt. Ich denke mir so, okay, wenn er jetzt so eine Frau mit so einem langen Kleid, ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber eine Frau mit einem langen Kleid, mit so einem roten Regenschirm, okay, würde jetzt auch nicht so viel Sinn machen beim Wandern. Aber für den Catch wäre es auf jeden Fall nice. Ich finde, der Regenschirm an sich ist ein cooler Catch. Also, das ist ein schöner Farbklecks in dem Bild, sieht cool aus. Aber so von der Gesamtkomposition frage ich mich so, was ist da so genau Phase? Also, es sieht cool aus mit dem Rot, aber wenn er schon einen Regenschirm mitnimmt und durch das hohe Gras geht und sich Zecken einfängt, warum hat er nicht ein Kleid mitgenommen und sich das angezogen? Jetzt mal ein Retour, das wäre geil gewesen. So einfach so ein Kleid noch angezogen, von hinten hätte man es gar nicht erkannt. Wäre einfach so ausgesehen wie so eine Frau. Aber egal, anderes Thema. Ich gucke mir das Bild immer aus technischer Sicht an. Er hat ja gesagt, er hat einen Verlaufsfilter benutzt, einen Polfilter benutzt. Von der Belichtung her sieht das Ganze gut aus. Wir gehen erstmal in die Belichtung generell rein. Also wir haben hier super viele Details. Ne? Verlaufsfilter hat geregelt. Die Sony hat auch einen guten Dynamikumfang, regelt auch nochmal, aber wir haben hier gar nichts ausgebrannt. Also alle Details, die man irgendwie sich vorstellen kann, sind auf jeden Fall in dem Bild drin. Das ist schon mal sehr gut, das ist eine gute Grundlage, um ein Bild zu bearbeiten. Dann ist mir aber vorhin aufgefallen, als ich mal reingezoomt habe in das Bild, dass hier ganz schön gewackelt wurde mit dem Regenschirm. So, und da gibt es jetzt einen Tipp von mir, einen Fototipp für alle Leute, die das zukünftig mal ausprobieren wollen oder generell, wenn ihr irgendwo seid an einem Ort und ein geiles Bild machen wollt und dann guckt ihr euch das Bild später an und sagt, scheiße, jetzt wurde hier gewackelt. Jetzt ist hier so ein halb durchsichtiger Regenschirm drin. Ne? Weil es ist, wenn man eine halbe Sekunde belichtet, er hat hier, was hat er, 0,6 Sekunden, also eine halbe Sekunde belichtet und man den Regenschirm so hat und man bewegt sich so damit, dann kann es halt sein, dass der leicht unscharf ist. Also in der Gänze ist er scharf, aber hier dieser Saum ist unscharf. Und das jetzt alles wegzubearbeiten, muss ja komplett gestempelt werden und so weiter. Wir gucken uns mal die Einstellung an. ISO 200, Blende 16, halbe Sekunde, wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Ne? Das heißt, man hätte sagen können, beim Fotografieren, fürs nächste Mal sich merken, wenn die Verschlusszeit eine halbe Sekunde ist und ich stehe im Bild mit einem Schirm oder irgendwas, was sich bewegt, dann ist die Verschlusszeit nicht so geil einfach. Dann sollte man vielleicht eine Verschlusszeit wählen, die schneller ist, damit man eben nicht diese Verwacklung drin hat. Weil wir haben ja sonst keine Elemente in dem Bild, die sich irgendwie bewegen. Das Wasser ist so weit weg, da sieht man keine Veränderung. Selbst die Wolken bei einer halben Sekunde machen keine wirkliche Veränderung. Das heißt aber, hier zum Beispiel ISO 800, kein Problem. Oder die Blende auf 10 statt 16. Ja, da hätte man die Verschlusszeit noch ein bisschen schneller machen können. Also das ist jetzt aus technischer Sicht erstmal das, was ich an diesem Foto beim Fotografieren schon das nächste Mal drauf achten würde. Ja, immer wenn sowas ist, Alarmglocken müssen angehen, halbe Sekunde, ich will stillhalten im Bild, das ist eigentlich keine gute Idee. Außer man will bei Nacht fotografieren, wo es nicht anders geht oder es ist sehr, sehr dunkel oder sonst wie irgendein Grund, warum man unbedingt diese halbe Sekunde haben möchte. Zum Beispiel, man steht am Meer mit Wellen und so weiter. Aber so ist das nicht ganz optimal. Also aus fotografischer Sicht hätte man da noch einige Sachen rausholen können. Weil Verlaufsfilter hat das schon drauf für die Dynamik, das ist alles gut. Aber Verschlusszeit geht da auf jeden Fall noch. Und er hat sich ja was gedacht oder keine Ahnung, warum er den Regenschirm dabei hat beim Wandern. Aber vielleicht war das ja das Bild, was er sich vorgestellt hat. Das weiß ich jetzt nicht, diese Information fehlt mir. David ist ja im Chat aktiv gerade, Ibo. Guckt er gerade zu? Hast du ihn irgendwo gesehen? Ibo, wenn du jetzt auf jeden Fall guckst, schreib mal, was ich gerade für Fragen gestellt habe. Vielleicht mal im Chat, vielleicht kannst du ja beantworten. Also, was viel gefragt wurde, ja. Ist drin? Ja. Und was sagt er? Er war zufällig dabei. Hatte er zufällig dabei? Ja. Okay, und das war quasi so eine Idee, okay, krass, roter Schirm würde jetzt zufällig gut ins Bild quasi passen. Was sagst du? Ja, meine Facecam ein bisschen größer. Meine Facecam größer? Ja. Okay. So, oder was? Müssen wir mal gucken. Okay. Also hat er zufällig dabei gehabt, das ist eine coole Sache. Aber wie gesagt, technisch, nächstes Mal besser darauf achten, dass man da nicht so Verwacklungen hat, weil das ist unnötige Arbeit, die man später dann auf jeden Fall hat.
So, was viele Leute geschrieben haben, tatsächlich auf Instagram, was viele Leute interessiert hat, und ich hatte so ein Bild letztes Mal drin gehabt im Fotoreiseführer-Video über Hamburg. Da hatte ich so ein Bild gemacht, da war alles schwarz-weiß und nur eine Farbe hat rausgestochen. Und da war es, glaube ich, die Farbe Gelb, ne, von diesen gelben Leuchten. Es war so eine blaue Stundebelichtung, die Lichter am Hafen halt an. Und diese gelben Lichter hatte ich drin und der Rest war schwarz-weiß. Und das kann ich mir bei diesem Bild ähnlich sehr gut vorstellen. Ich würde es nicht komplett schwarz-weiß machen, aber ich würde es sehr stark entsättigen, wenn ich mir das Bild dazu angucke. Ich würde vor allem das Grün auch rausnehmen, weil ich finde, das Grün mit dem Rot, das harmoniert nicht so gut. Und dann haben wir hier noch Blau überall drin. Das sind zu viele Farben irgendwie. Ich probiere maximal meistens zwei Farben im Bild zu haben. Und das kann man hier noch ein bisschen rausarbeiten. Und dieses Rot catcht sehr gut. Ist auch gut, dass er dunkle Kleidung anhat. Dadurch fällt das Rot noch mehr auf. Und das würde ich jetzt mal machen. Ich zeige euch, wie ihr das ganz einfach machen könnt. Man nennt das im Fachjargon Color Key. Also quasi die Farben gekeyt. Und man macht das am simpelsten über HSL. Findet man hier unten bei Farbmischer, ob es jetzt Lightroom ist, Camera Raw ist oder ob das Lumina ist, es ist immer das gleiche, HSL. Und HSL bedeutet Hue Saturation Luminance, auf Deutsch Farbton Sättigung Luminanz. Und jetzt können wir ganz einfach in den Farbton reingehen und A, Farbtöne verändern. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen, okay, siehst du diese Grüntöne hier im Bild? Diese Grüntöne, die wollen wir gelb haben. Dann ziehen wir einfach an dem Regler und dann werden diese Grüntöne eher gelb und stechen nicht mehr so krass raus. So, das wäre so eine Sache, die würde ich jetzt zuerst mal machen. Das muss man nicht machen für so ein Color Key, aber das würde ich jetzt bei diesem Bild machen. Und beim Color Key ist es jetzt ziemlich einfach. Ich gehe einfach in alle Farben rein, außer die Farbe, die ich präsent haben möchte in dem Bild und entsättige die. Und das kann man auch super über diese HSL-Regler machen. Das heißt, wir fangen mal an mit Blau. Dann sieht man das wahrscheinlich am besten. Ich gehe mal in die Gesamtansicht. Ich ziehe jetzt einfach mal Blau hier raus. Boom. Jetzt wird schon mal Blau komplett entsättigt. Jetzt nehmen wir Aquamarin raus. Entsättigt. Jetzt nehmen wir mal die Grüntöne raus. Entsättigt. Jetzt nehmen wir Gelbtöne raus. Entsättigt. Orangetöne raus. Und ciao. Jetzt nehmen wir Lila raus. Ciao. Und Magentatöne. Sayonara. Und jetzt haben wir nur noch Rot. Color Key auf Rot. Man kennt diesen Effekt. Und ich habe, glaube ich, sogar mal ein Tutorial gemacht. Es war eins der ersten Videos auf YouTube vor 10 Jahre, wahrscheinlich 11 Jahre mittlerweile. Da ging es genau um sowas, nämlich damals war Sin City richtig angesagt, den Film, vielleicht kennt ihr den, da war auch schwarz-weiß und oft die Farbe Rot, zum Beispiel bei Lippen oder sowas oder Blut war da auch sehr viel, war da meistens farbig eben. Das war ein ziemlich abgefahrener Effekt und da war das ziemlich cool. Heute sagt man, ist eher ziemlich cheesy und deswegen würde ich jetzt bei diesem Bild, also nicht, weil viele Leute sagen, es ist cheesy, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich gucke immer, passt es einfach zum Bild oder passt es nicht. Und bei diesem Bild fände ich jetzt komplett entsättigt, mit nur Farbe Rot, nicht so geil. Deswegen gebe ich ein bisschen Farbe wieder rein. Aber nur leicht. Wir gucken mal, gehen mal leicht so ein bisschen Farbe rein. So zum Beispiel. Ich gucke mir das mal hier parallel im Stream an. Ja, die Bildqualität ist leider, also das ist nicht das Bild, was so ist, sondern diese Bildschirmfreigabe, die hier im Stream ist, so ein bisschen matschig. Das müssen wir das nächste Mal noch verbessern. Wir haben da noch nicht die optimale Lösung für gefunden, aber ich denke, es wird funktionieren. Ich gucke mir immer ein Bild an, wenn ich es bearbeite und überlege mir, was will ich? Wo will ich hin? Zum Beispiel finde ich diesen Himmel eigentlich ziemlich cool, der so dramatisch ist und würde den jetzt noch ein bisschen rausarbeiten. Und das kann man ziemlich einfach in den Grundeinstellungen machen, zum Beispiel, indem man die Lichter nach unten zieht, dann kriegt man schon mal viel Information zurück. Und das ist immer so etwas, was viele Leute falsch verstehen. Wenn man fotografiert, denken immer Leute, ich kann das später ja machen. Ich kann ja einfach Lichter runterziehen, ich kann einfach Verlaufsfilter digital reinziehen und so weiter. Ja, wenn man es fotografiert hat und die Informationen im Bild drin sind. Wenn die Informationen nicht im Bild sind, kann man es nicht zurückziehen. Dann ist es einfach nur weiß und man hätte hier keine Zeichnung mehr. Deswegen gut, dass er einen Verlaufsfilter benutzt hatte, weil so ist alle Information da, die ich brauche und ich kann jetzt nachträglich hier noch einiges anpassen. So, ich gehe jetzt mal hier ein bisschen rein, ich ziehe die Tiefen noch ein bisschen hoch, ziehe Weiß ein bisschen hoch, Klarheit ein bisschen hoch und das ist jetzt erstmal das, was ich hier so in dem Bild machen würde und jetzt ziehe ich einen Verlauf rein. Und ich mache das meistens so, ich ziehe die Belichtung ein bisschen runter, Kontrast ein bisschen hoch, Lichter ein bisschen runter, Tiefen ein bisschen hoch, sodass es ungefähr fast auf einer Linie ist. Man könnte das einfach auch so zum Beispiel schieben. Jetzt sind die auf einer Linie und die sind fast auf einer Linie. Und jetzt ziehe ich hier so den Verlauf langsam rein. Das sieht nice aus, gefällt mir gut. Und jetzt könnte ich noch überlegen, okay, mach ich es stärker, schwächer, wie auch immer. Ich würde es nicht übertreiben, das ist schon ein bisschen zu düster dann. So ein bisschen. Ich würde ja auch nicht mit Farben reingehen, man kann hier noch die Farben anpassen, würde ich nicht machen. Bei Verläufen ist es so wie auch in der Fotografie, am besten sieht meistens ein Grauverlauf aus. Okay,
Jetzt habe ich einen Verlauf drin. Jetzt möchte ich, dass diese Mitte hier noch ein bisschen mehr poppt, so ein bisschen mehr rauskommt, noch ein bisschen mehr Bam gibt. Und das kann ich auch über einen Verlaufsfilter machen, aber diesmal über einen radialen Verlauf. Den findet man hier rechts an der Seite. Ich setze alles dafür einmal zurück, weil jetzt will ich das Gegenteil machen. Jetzt will ich das alles ein bisschen heller machen. Und ich mache das über die Lichter, über Weiß und so ein bisschen über Belichtung auch. Jetzt ziehe ich mir so ganz leicht das hier rein, aber natürlich nur hier unten, da wo ich es haben möchte. Es ist ein bisschen wie eine umgekehrte Vignette und wie ein Spot halt, punktuell. Es ist nicht so auffällig, wie wenn ich da jetzt einfach, keine Ahnung, Belichtung insgesamt hochziehe oder was auch immer, sondern ich mache punktuell, wie so mit so einer Taschenlampe, so einen leichten Spot jetzt dahin. Okay. Das sieht doch ziemlich fresh aus. Was wir jetzt noch machen können, ich gehe mal ein bisschen näher rein und gehe wieder in die Farbmischer rein. Und jetzt können wir die Luminanz von Rot hochziehen. Jetzt kommt Rot noch ein bisschen besser raus. Und jetzt könnten wir gucken, ob wir diese Gelbtöne hier noch ein bisschen hochziehen, die ja vorher mal grün waren. Das sieht doch ziemlich cool aus. Es ist sehr düster. Ja, aber ich finde, es passt irgendwie zu dem Bild. Und es ist so ein bisschen Color Key, aber nicht zu sehr. Aber ich habe viele Farben entsättigt, die vorher gestört haben. Wir können ja mal das Vorher-Nachher angucken. So war es vorher. Es ist schon ein cooles Bild, aber es ist sehr viel. Man weiß nicht genau, wo soll man hingucken. Er hat ja auch geschrieben, es wurde bewusst unterbelichtet. Aber ich finde, so hat man jetzt nochmal viele, viele Details und trotzdem kommt das Rot ziemlich gut rüber. Ich finde, insgesamt ist ein geiles Bild. Gefällt mir gut. Wie gesagt, fotografisch kann man das nächste Mal noch ein paar Sachen verbessern. Aber sonst, Idee, Catch und so weiter ist cool. Eine Sache stört mich noch, und zwar der Bildaufbau an sich. Ich würde es noch ein bisschen beschneiden, glaube ich. Und sowas kommt manchmal, wenn man auch so ein bisschen Abstand nimmt. Man guckt so ein bisschen von hinten, man guckt so ein bisschen von vorne und überlegt sich, vielleicht schneide ich es noch ein bisschen zu, vielleicht kroppe ich noch ein bisschen rein, vielleicht ein bisschen so. Und ich gucke jetzt gar nicht irgendwie großartig hier auf diese Linien oder sowas, sondern ich gucke einfach, wie gefällt es mir, wie finde ich es irgendwie harmonisch, was ist Information im Bild, die ist wichtig und was ist Information, die ist nicht wichtig und was sieht irgendwie cool aus und was sieht nicht cool aus. Es kann passen mit der Zweidrittelregel, muss aber nicht. Man könnte es jetzt so zum Beispiel machen, dann ist es fast Zweidrittelregel, aber nicht ganz. Finde ich gut. Gefällt mir so gut. Ja. Ja, finde ich cool. Passt zu dem Bild. Finde ich fresh. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und ob ihr Color Keys auch benutzt, also dass ihr bewusst mal Farben entsättigt und sättigt, das ist am Ende das, was ein Color Key macht. Man kann das auch ein bisschen advanceder noch machen, ein bisschen sauberer machen, wenn man das Bild erst in Photoshop öffnet und dann nochmal in Camera Raw eine Ebene reinsetzt, dann die Einstellung macht und danach mit einer Ebene nochmal rüberpinselt. Vielleicht zeige ich das mal in einem anderen Livestream. Aber für jetzt, ich glaube, es ist ganz cool geworden. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Ibrahim, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. 30€ Gutschein geht, wie gesagt, an dich. Ich speichere das Bild auch ab und dann schickt David dir das Bild auch zu. Woo! Warte. Ich habe hier doch... Warte. Wir haben ja was Nices hier eigentlich vorbereitet, aber es hat noch nicht ganz funktioniert. Ey, wir haben so viel Technikkram vorbereitet. Warte. Ibrahim, das ist für dich. Nice. Ich würde gerne mehr so eine Nippel, heißt es ja früher bei TV Total. Kennt ihr das noch? So, jetzt gehen wir mal ins zweite Bild rein. Und das machen wir mal in, ich speichere das erstmal auf fertig. Das zweite Bild machen wir mal in Luminar AI. Und dieses Bild hier ist auch ein cooles Bild. Vanessa hat das Bild gemacht, Vanessa Baumann. Sie hat geschrieben, das Foto wurde von mir, Vanessa Baumann, aufgenommen. Ich bin 27 Jahre und komme aus dem schönen Sauerland. Die Burg Eltz einmal zu fotografieren, war schon länger ein Traum von mir. Da ich aber noch keine Kamera hatte, kam es nicht zustande. Ich habe mir vor ein paar Monaten endlich eine Kamera holen können. Sehr cool. Als wir am Pfingstwochenende zur Mosel fuhren, haben wir auf dem Rückweg an Pfingstmontag einen Stopp an der Burg Eltz gemacht. Also noch gar nicht lange her. Pfingst war doch jetzt erst, oder? Das war doch erst vor 2 Wochen oder sowas. Cool. Und sie fotografiert noch gar nicht lange. Auch nice. Direkt sich getraut mitzumachen. Sie will direkt was lernen. Das finde ich sehr geil. Und sie haben Stopp an der Burg Eltz gemacht und jetzt konnte sie endlich das Foto machen. Da es aber, wie immer, an der Burg Eltz sehr überlaufen war, musste ich mich sehr beeilen, um ein Foto ohne Menschen hinzubekommen. Aber sie hat es hinbekommen. Sie hat ein Foto ohne Menschen hinbekommen. Das ist schon mal sehr gut.
Daher habe ich mich leider nicht so auf, oder daher habe ich nicht so auf die Belichtung geachtet, wie ich es gerne hätte. Technische Daten, sie hat es mit einer Nikon gemacht, D5100. Das Kit-Objektiv war drauf 18 bis 55 von Nikon und Belichtungszeit war 1/2500, Blende 4.8, okay, wie auch immer das geht, und ISO 250 mit Brennweite 32 mm, also leicht reingezoomt. Okay, also genau wie auch bei Ibrahim gucke ich jetzt hier bei Vanessa. Wie sieht das Bild aus? Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Was würde ich machen? Was würde ich nicht machen? Wir machen jetzt mal eine Challenge. Schreibt mal in den Chat, was würdet ihr jetzt bei diesem Bild hier machen? Was fällt euch auf? Positiv? Und auch, was würdet ihr noch verbessern mäßig? Und schreibt mir das mal in den Chat rein. Und ich schaue mal, ob ich das vielleicht sogar umsetzen kann. Ich habe auch schon eine kleine Idee, was ich hier machen kann. Aber vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Schreibt es mal in den Chat, wie gesagt, rein. Ich gucke jetzt hier mal rein, auch in den Chat. Chat. Okay, Ivo sagt, ich finde deine Version super. Danke für die Auswahl, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Ivo, dass du mitgemacht hast, wie gesagt. Also, mal schauen, was ihr so für Ideen habt. Das dauert, wie gesagt, immer so ein bisschen. Himmel links noch ein bisschen ändern. Gerade machen, sagt Jannis. Hannes sagt schwarz-weiß. Stefan sagt zu dunkel. Benjo sagt erstmal ausrichten. Torbogen begradigen. Okay, da sind auf jeden Fall schon viele Sachen mit dabei, die ich tatsächlich auch so sehen würde. Und wir gehen dafür jetzt einfach mal in das Bild rein. Also, viele, viele Leute haben von euch gesagt, gerade ausrichten. Würde ich auf jeden Fall auch machen. Und in Luminar ist das Nice. Wir haben ja mittlerweile sogar Smart, auf Deutsch heißt das Bildaufbau AI, ist auch ein sehr schöner Name, Bildaufbau AI. Wir klicken das jetzt einfach mal, gucken, was passiert. Boom. Weil das Ganze ist so gemacht, viele, viele Fotografen haben quasi Bilder beschnitten und die Software, also das Programm, hat gelernt, wie Fotografen ungefähr Bilder beschneiden und worauf sie achten und daraus quasi einen Algorithmus erstellt. Und dieser Algorithmus beschneidet dann automatisch das Bild. Was er jetzt aber nicht macht, wenn ich mir das Bild hier angucke, ist beschneiden. Also er hat es jetzt, beschneiden, begradigen. Ne? Beschnitten hat er das, er hat es gekroppt, aber er hat es nicht begradigt. Und AI, aber gefällt mir nicht so. Also was ganz cool ist, dass hier auf dem Kreuzungspunkt, wenn man jetzt mal nach diesen Kriterien gehen würde, hier dieser Torbogen ist, aber das halbe Haus ist abgeschnitten und es ist nicht gerade. Deswegen würde ich das jetzt als nächstes mal machen. Und es gibt die verschiedensten Methoden, wie man das machen kann. Gerade ausrichten. Einmal hier draufklicken. Boom. Fertig. Das ist ganz cool. Ne? Das ist die horizontale Begradigung. Hier ist die vertikale Begradigung. Und das sieht so eigentlich jetzt schon ganz cool aus. Man könnte es auch noch so ein bisschen hier drehen. Dann mit diesen Gitterlinien schauen, ob das Ganze richtig gerade ist. So, jetzt würde ich aber auf jeden Fall dieses Gebäude hier, wenn es möglich ist, noch mit reinnehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man beim Fotografieren auch schon darauf achtet, welche Sachen man im Bild haben möchte und nicht im Bild haben möchte und ob es gerade ist und nicht gerade ist. Sie hat ja gesagt, es musste sehr schnell gehen, aber das ist einfach so eine Praxiserfahrung, sag ich mal, die man irgendwann bekommt, wenn man länger fotografiert, dass man sagt, ey, lieber achte ich jetzt nochmal drauf, schieße noch ein zweites Bild hinterher, was nochmal komplett gerade ist, weil später am Computer könnte es sein, dass es mich richtig ärgert. Zum Beispiel, wenn was unscharf ist, zum Beispiel, wenn man was beschneiden muss, was man gar nicht beschneiden wollte. Und hier klappt es jetzt, dass das Haus noch drin ist, dieses Nebenhaus. Es hätte aber auch sonst sein können, dass wir hier oben den Turm abschneiden müssten oder hier was abschneiden müssten. Aber jetzt, toi toi toi, hat alles funktioniert. Geile Sache. So, das war das Erste, was ich machen würde. Habt ihr auch geschrieben, begradigen. So, jetzt das Ganze begradigt, ein bisschen beschnitten. Man muss nicht jedes Bild beschneiden, nicht falsch verstehen. Aber bei manchen Bildern macht es Sinn, da nochmal ein bisschen was zu kroppen. So, wir können hier mit verschiedenen Sachen arbeiten. Wir können hier zum Beispiel einfach mal Enhance AI probieren. Also, da macht es automatisch ein bisschen heller und nicht nur das, sondern auch im Himmel. So ein bisschen dunkler ist eigentlich ein ganz cooler Regler. Wir können aber auch sonst über die klassischen Regler einfach gehen, wie wir sie auch kennen aus zum Beispiel Lightroom oder Photoshop und so weiter. So, die Schatten würde ich auf jeden Fall ein bisschen aufziehen, aber nicht zu viel. Ne, das sieht dann schnell so HDR überbearbeitet aus, also nur so ein bisschen vielleicht. Das sieht doch schon ganz cool aus. Intelligenter Kontrast können wir mal ausprobieren. Weißabgleich können wir mal ein bisschen noch ziehen. So, was bei diesem Bild jetzt sehr stark auch ist, ist das Grün. Ne, das ist häufig so bei Fotos.
gerade jetzt in dieser Jahreszeit, dass das Grün sehr stark ist. Das kann cool sein, es kann aber auch manchmal ein bisschen zu viel sein. Deswegen können wir hier ähnlich vorgehen, wie zum Beispiel auch bei dem Bild, was wir eben hatten. Und zwar über Farbe. Und dann, wenn das bei euch nicht offen ist, hier unten ist HSL, also das gleiche, was ich eben gezeigt habe. Und können wir hier in den Grüntönen sagen, ich möchte Grün einen kleinen Ticken entsättigen. Nur ein bisschen, so ein bisschen in den Hintergrund schieben, dass es nicht so präsent rauskommt. Ne? Weil wenn zu viel Grün da ist, das kann schnell komisch aussehen. Der eine sagt, es gefällt mir, der andere sagt, es gefällt mir nicht so. Bei manchen Bildern finde ich es passend, zum Beispiel im Wald. Aber jetzt zum Beispiel, finde ich, nimmt es ein bisschen vom Motiv weg. So, das wäre jetzt eine wirklich cleane Bearbeitung, wie man es sehr easy und clean, sage ich mal, wir können auch ein bisschen Dynamik reinmachen, machen kann. Fotografie hat viel mit Licht zu tun, ne? Mit Zeitpunkt, wann man da ist. Der Zeitpunkt hier von den Menschen ist gut gewählt. Man sieht keine Menschen auf dem Bild. Aber vom Licht her ist der Zeitpunkt halt tagsüber. Wahrscheinlich sogar am Nachmittag, würde ich jetzt mal schätzen, so ungefähr, wie das Licht ist. Die Burg liegt im Schatten. Der Himmel ist eigentlich ganz spannend, der ist jetzt nicht komplett blau oder sowas. Ist halt ein Tagsüberbild. Ist jetzt nicht bei Nebel, ist jetzt nicht eine spannende Lichtstimmung. Man könnte jetzt anfangen, Sky Replacement, dies, das, jenes. Ich würde das Bild tatsächlich einfach so lassen. Clean bearbeitet, begradigt und wir können uns ja mal vorher, nachher angucken. So war es vorher, so ist nachher, also wirklich einfach nur easy, sauber bearbeitet. Ah, Wanni Wald schreibt, ich hätte nicht gedacht, dass mein Bild drankommt. Du hast doch das Bild geschickt. Achso, aber David sagt immer, es könnte sein, dass dein Bild drankommt. Stimmt. Weil manche Leute schicken keine Bilder. Ne? Da sagen wir immer, ey, es könnte sein, dass dein Bild rankommt. Und die Leute schreiben nie wieder zurück. Eine E-Mail. Haben wir auch ganz oft im Fotoreiseführer. Deswegen ist diese Arbeit auch sehr anstrengend im Fotoreiseführer mit Leuten aus der Community, auch wenn wir das gerne machen. Aber voll viele Leute schreiben einfach gar nicht mehr zurück. Die sagen, ey, ich mach mit. Oder auch bei Wettbewerb, ich mach mit. Und danach antworten sie nie wieder auf E-Mails. Also da mal Applaus. Warte, hier Applaus. An David, der immer die ganzen E-Mails macht. Jedenfalls für sowas wie das hier, Livestream und so weiter. Okay, ja, das ist mal so das, was ich machen würde. Ihr könnt ja mal in den Chat noch reinschreiben, ob ihr noch was machen würdet an dem Bild. Benji sagt, wäre es möglich, die Facecam noch größer zu machen. Am Ende ist die Facecam nicht so entscheidend. Meine Stimme ist ja da und es geht ja um das Bild an sich. Deswegen wollen wir die Facecam jetzt nicht viel größer machen. Aber danke auf jeden Fall für den Hinweis. Wir müssen immer so probieren, die Balance zu finden. Kann man die Dächer noch saftiger machen? Kann man bestimmt machen. Aber wozu, wäre jetzt die Frage. Also wenn man jetzt so Dachdeckerfirma wäre, ja, vielleicht. Ja. Was man probieren könnte auf jeden Fall, also was ich an dem Bild ganz cool finde und was ich als erstes überlegt hatte, wäre so eine Day-to-Night-Aufnahme zu machen. Also das wäre jetzt eher clean. Wir können ja, wenn ihr Bock habt, mal gucken, ob wir so eine kleine Day-to-Night hinbekommen. Das heißt, wir würden einfach die Belichtung mal komplett dunkel ziehen. Also viel dunkler eigentlich, als es sein müsste. Und den Weißabgleich mal so ein bisschen mehr auf Blau ziehen. Und dann vielleicht auch in den Himmel mal reingehen nochmal. Mit Farbe. Und vielleicht mal Blau noch ein bisschen entsättigen. Das ist mehr so aus wie so eine leichte Nachtszene. Vielleicht Grün noch ein bisschen entsättigen. Nachts ist ja eher so ein bisschen trist. Das sieht eigentlich auch ganz spannend aus, ne? Was jetzt noch fehlt, sind so kleine Lämpchen. So, habt ihr Bock auf ein paar kleine Lämpchen? Ich hätte jetzt gerne so Harry Potter Musik. So. Warte, ich muss hier mal kurz die Musik ausmachen. Ich mache mal ein bisschen Atmo hier. Okay, seid ihr ready? Also, was ich brauche, ist auf jeden Fall noch so ein paar kleine Lämpchen. Das kann man ganz cool machen über lokale Maske. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Strike kriege für Copyright-Musik. Aber ich habe ja selber eingespielt. Ich mache quasi eine Neuinterpretation. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen Hogwarts-Musik. Also grundlegend machen wir. Und dann nehmen wir mal eine Radialmaske. Und jetzt machen wir mal so ein bisschen klein gelb. Ein bisschen so. Achso, andersrum. So rum. Und jetzt male ich hier, ist nämlich so eine kleine Lampe. Warte. Das kann man nämlich ganz geil hier machen, wenn man so die Farben so richtig hochzieht. Guck mal, da kommt eine kleine Lampe rein. Jetzt kommt hier Jaworski, der Composing Master, ey, mit Luminar. Nee, aber so kann man relativ einfach Lampen tatsächlich malen. Ich habe das in meinem aktuellen Lightroom-Kurs auch drin. Und wir haben übrigens gerade, oder wir sind gerade dabei, auch einen Luminar AI-Kurs aufzunehmen. Der kommt ungefähr, ich würde mal sagen, in 3 Wochen raus. Aktuell sind auch Luminar 4 und Luminar 3 Kurse 50% reduziert, auch dauerhaft, weil eben der neue Kurs kommt. Und im Lightroom-Kurs habe ich sowas schon mal gezeigt, wie man sowas macht.
Werde ich vielleicht im neuen Kurs auch zeigen mit Lumina AI. Auf jeden Fall, so könnt ihr jetzt ganz einfach eine Lampe malen. Und wenn ihr jetzt eine neue Lampe malen wollt, macht ihr einfach das gleiche nochmal. Und ich zeige es nochmal, Radialmaske. Dann ist wichtig, dass das hier aktiviert ist, sonst macht er das aufs ganze Bild. Und dann könnte man zum Beispiel, hier ist glaube ich keine Lampe, aber wir malen mal einfach, als ob hier eine Lampe auch wäre. Und jetzt sagen die Leute, oh, das ist doch keine Fotografie mehr. Nee, das ist jetzt auch wirklich keine Fotografie mehr, aber es sieht nice aus. Es ist... Habe ich letztens erst wieder geguckt, Alter. Ey, und dann merkt man richtig, dass man alt wird, wenn man guckt, wann das rausgekommen ist. Zisch. Okay. Können wir ein bisschen runter. Ein bisschen kleiner machen. Ah, die ist noch ein bisschen zu klein. Okay, ich will jetzt nicht zu viel Zeit hier rauben in diesem Livestream. Aber so ungefähr könnte man jetzt, das ist schon crazy, oder? Was eigentlich möglich ist so. So könnte man so eine richtig nice Harry Potter Daytune. Das ist mir so gerade gekommen, als ich diese Burg so gesehen habe, das würde eigentlich auch krass aussehen wie Mondlicht. Ne? Also ein bisschen entsättigt das Ganze, weil nachts sind Farben nicht so kräftig wie am Tage. Das ist wichtig. Ein bisschen dunkler. Und dann kann man noch so kleinen Lichtakzent, man könnte jetzt auch noch so ein Licht hier oben vielleicht reinmalen oder da. Könnt ihr mal schreiben, was euch besser gefällt. Natürliche Version oder so eine abgefreakte Version. Haut's mal in den Chat rein. Und wir gucken uns jetzt auch nochmal Vorher-Nachher an. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Eigentlich auch ganz geil. Würde auch wahrscheinlich nur in diesem Blauton, so Nachtton leicht, auch ziemlich cool aussehen. Alright, schauen wir mal wieder die normale Mucke an. So, ich gehe mal in den Chat rein. Alright. Ja, Nebel könnte man auch noch machen, aber das ist jetzt der Punkt. Ich würde es, also das ist jetzt wirklich alles Spielerei, ich würde es einfach so fotografieren, wenn ich es so haben wollte. Ne? Das ist... Klar muss man da hinfahren, zur richtigen Zeit und so, aber es ist halt auch wirklich die Fotografie-Challenge. Aber jedem das seine. Ich wollte euch einfach so ein bisschen Inspiration mal zeigen, was so alles möglich ist. So, ich gehe mal in meine... Oh, sorry. Ich gehe mal so, dicker, fängt dieses Intro an. Ich gehe mal in meine Main-Scene rein und wollte eigentlich noch was zeigen, habe ich jetzt vergessen, aber egal. Auf jeden Fall... Kann man so richtig nice die Bilder bearbeiten. Ich wollte eigentlich noch den Luminar-Gutschein einmal zeigen. Warte, sorry. das sind so viele Sachen hier. Ich wollte eigentlich unsere coole Animation zeigen, die wir heute extra gebaut haben. Warte, diese hier. Boom! Weil, wer Bock hat auf Luminar AI, ist ein super Programm für Anfänger. Photoshop ist eher die fortgeschrittene Version. Es gibt einen 10-Euro-Gutscheincode mit dem Code Jaworski. Oder es gibt einen 10-Euro-Gutschein mit dem Code Jaworski. So, Link ist in der Videobeschreibung. Das wollte ich noch mitteilen. Und jetzt wollte ich übergehen. Und zwar auf diesen Screen. Diesmal ohne Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt, wie gesagt, mitmachen. Gebt einfach mal ein lernvonben.de/YouTube. Und da könnt ihr hochladen euer Bild. 1 Megabyte ist, wie gesagt, die Grenze. Und dann könnt ihr vielleicht das nächste Mal mit dabei sein. Genau. Schreibt gerne noch dazu, was ich machen soll. Also noch eine kleine Challenge vielleicht geben. Vielleicht auch ein paar Infos dazu schreiben. Einfach ähnlich, wie die beiden das gemacht haben. Vielen Dank jetzt nochmal an der Stelle an Ibo und Vanessa. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und an Vanessa geht auch ein 30-Euro-Gutschein. Genau wie auch an Ibo. So, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Gast. Ihr könnt, wie gesagt, gerne auch Fragen in den Chat reinhauen. Und ich öffne dafür jetzt mal, ich kann das sogar, warte mal, ich mache das anders. Ich mache das hier. Wir machen das mal so. Jetzt haben die Werbung nochmal. Ja, das ist doch alle Tier Technik, die begeistert. So, ciao. Ihr wisst ja jetzt, 10 Euro Gutschein in der Videobeschreibung. Der nächste Gast ist Lukas Vögelin. Lukas Vögelin, schon seit langer, langer Zeit ein Team-Member im Team Jaworski, ein Freund, ein guter Fotograf und er war ursprünglich mal ein Workshop-Teilnehmer, tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, bei einer Fotoreise in Schottland, ich glaube sogar der ersten Fotoreise nach Schottland, ich bin mir gar nicht sicher, das ist schon, wie gesagt, viele Jahre her und er macht super Bilder. Er unterstützt immer fleißig, er ist Guide bei den Fotoreisen unter anderem. Er ist auch Jurymitglied beim Haugland Photographer of the Year Award. Und ich habe einfach mal hier seine Instagram-Page offen, falls ihr ihn noch nicht kennt, um ihn einfach mal so ein bisschen durch seine Bilder auch zu zeigen. Also so sieht er aus, ihr werdet ihn gleich sehen. Und ihr kennt ihn vielleicht auch schon
Vielleicht war der selber schon mal bei einer Fotoreise dabei. Er gibt auch Workshops. Jetzt in den letzten 2 Jahren hatten wir nicht wirklich Fotoreisen. Wir hatten letztes Jahr ein paar, Anfang des Jahres noch, aber jetzt alles abgesagt gehabt durch Corona. Es finden im September Fotoreisen statt nach Norwegen unter anderem und nach Frankreich in die Bretagne. Frankreich ist, soweit ich weiß, schon ausgebucht. Norwegen weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, ob Plätze sind. Kann ja Lukas gleich nochmal erzählen. Also, ihr könnt euch ja seine Instagram-Page nachher mal angucken. Ich verlinke sie auch gleich nochmal hier. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob das alles jetzt funktioniert. Aber ich begrüße hier mal Lukas Vögeli. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Okay, saugeil. Ich kann dich auch hören. Ja, das ist schon mal gut. Hier ein bisschen leiser. Nice. Ja, herzlich willkommen im Livestream. Ja. Schön, dass das funktioniert. Hier ist die Kamera. Ich muss in diese Kamera sprechen. Hier auf dem Bildschirm sehe ich dich. Und freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist, Lukas. Wir haben uns persönlich schon längere Zeit nicht mehr gesehen, auch unter anderem durch Corona. Aber ich freue mich sehr darauf, bald wieder mit dir loszuziehen. Und ja, wir werden ein bisschen Fragen beantworten. Wir haben auch einen Wettbewerb, wo du Jury mit dabei bist, über den ich gleich ein bisschen was erzählen möchte. Und dann auch ein paar Bilder zeigen von Leuten, die jetzt sowohl eine Wildcard gibt es, ja, also Wildcard bedeutet, dass diejenige oder derjenige im Finale ist, um den Photographer of the Year. Und dann gibt es noch Community-Nominierte, dazu werde ich gleich nochmal mehr erzählen. Wir haben in den letzten 2 Wochen die Leute ausgewählt. Es war nicht einfach, es war eine große Herausforderung, aber es sind sehr coole Bilder geworden und die möchte ich gleich auch zeigen. Wo steckst du jetzt gerade aktuell, Lukas? Ich bin, also cool, dass ich da sein kann und hallo an alle. Also ich habe schon den Chat ein bisschen verfolgt, da ging ja schon einiges ab. Sehr cool. Ich bin gerade in Basel. Ja, ich war jetzt eine Woche in München und bin heute zurückgekehrt und hier in Basel für die nächsten paar Tage. Geht es aber bald wieder los. Cool. Zu neuen Sachen. Ja. Nice. Und jetzt hier im Livestream. Okay. Freut mich auf jeden Fall. Gibt es schon irgendwelche Fragen, die so gestellt wurden im Livestream, die wir vielleicht gemeinsam beantworten können, bevor wir in den Wettbewerb aber reingehen? Noch nichts? Eine Sache. Ja? Woher hast du die Tischplatte? Was sagst du? Woher hast du die Tischplatte? Internet. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie tatsächlich geholt habe. Aber sie war nicht billig. Sie ist sehr schwer. Die wiegt 100 Kilo locker. Nur diese Platte. Die ist massiv, ein Stück Baum geschnitten und sehr kratzanfällig leider. Habe ich zu spät gelernt. Sie hat sehr viele Kratzer jetzt schon, aber es ist ein sehr schöner Tisch. Habe ich schon mehrere Leute darauf angesprochen. Ich feiere ihn auf jeden Fall auch. Ja, sonst, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, an Lukas oder an mich, gerne in die Kommentare, in den Chat reinschreiben. Dann gehe ich mal kurz hier über auf meinen Bildschirm und mache mal den Wettbewerb schon mal auf mit den Bildern. Einen kurzen Moment. Ja, David? Pegel Lukas mal ein bisschen runter. Lukas runterpegeln. Tja. Wo ist er denn? Ach hier, Gastcam. Das Ding. So. Ja, die Schweizer nicht immer so laut sind. Das ist immer relativ laut, wenn man hier reingeht. Man muss alles immer in diesem Livestream so ein bisschen leiser pegeln. So. Also, wir hatten, wie gesagt, einen Wettbewerb, der läuft auch immer noch, der Haugland Photographer of the Year Wettbewerb. Und Lukas ist unter anderem Jurymitglied, Christoph Göttling ist auch Jurymitglied. Wer bei der Vortragstour war in den letzten 2 Jahren, der kennt sowohl Lukas als auch Christoph. Und wir haben gemeinsam noch was richtig Cooles geplant. Können wir noch nicht zu viel zu verraten, aber es wird nice. Es wird sehr wahrscheinlich jetzt bald stattfinden, noch diesen Monat. Und es wird auch etwas mit YouTube zu tun haben, es wird was mit Videos zu tun haben, mit Epicness, mit Niceheit. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich schaue jetzt hier gerade, wo ich diesen Ordner habe. Hier ist er. Okay, ich gehe mal hier kurz in die Vollbildansicht. Also. Bausch. Ja, erzähl. Aber schon sehr coole Bilder, die wir gekriegt haben für den Award. Und da waren schon tolle Arbeiten dabei. Also macht auch echt Spaß, hier einen Blick zu werfen und manchmal schwierig zu beurteilen, so welches Bild wähle ich hier aus.
weil es echt coole Fotos sind. Genau, ich kann ja mal erstmal erzählen, worum es genau geht. Also, der Haugler Photographer of the Year Award haben wir ins Leben gerufen, weil wir sagen oder gesagt haben, wir möchten gerne den Leuten, die bis jetzt Haugler unterstützt haben, etwas zurückgeben, die Möglichkeit geben, auch ihre Bilder zu präsentieren. Wir haben auch auf Instagram immer die Aktion, dass wir eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag Bilder der Community posten, teilweise mit Jacken an, teilweise die Bilder, die sie tatsächlich gemacht haben. Und wir haben gesagt, in dem Wettbewerb, da geht es nicht darum, die Kleidung zu zeigen, sondern wir wollen wirklich die coolsten Bilder der Community sehen und sehen, was die Community so schafft. Und als Hauptpreis möchten wir was richtig Geiles haben und haben lange überlegt, Geldpreis oder irgendwas anderes, und sind dann auf die Idee gekommen, lass doch eine Reise machen. Also eine Reise nach Norwegen zum Ursprungsort von Haugland. Wer Haugland nicht kennt, das ist meine Firma, Bekleidung für Fotografen. Wir haben eine 5-in-1 Jacke, mittlerweile auch ganz viele andere Sachen. Und der Hauptpreis des Photographer of the Year ist eine Fotoreise nach Norwegen mit Lukas, mit mir sehr wahrscheinlich. Und das wird ein richtig cooler Trip. Und den gibt es aber nur für einen, ne? Also für das beste Bild quasi. Und wir haben jetzt bis November Monatsgewinner. Und diese Monatsgewinner treten am Ende mit ihrem Foto an uns als Jury heran und wir wählen aus allen Monatsgewinnern die oder den Gewinner für den Photographer of the Year. So, und jetzt ist der Mai vorbei. Das heißt, wir haben einen, der es schon mal ins Finale geschafft hat, um diesen begehrten Preis, um diese Fotoreise, schon ausgewählt aus ganz, ganz vielen Fotos, die teilgenommen haben. Und das allererste Bild, er weiß es selber noch nicht. Oder weiß das schon David? Er weiß es noch nicht, oder? David, hörst du mich? Als Kopfhörer. Hörst du mich? David, hörst du mich? Weiß der Gewinner schon, dass er im Finale ist? Er weiß es noch nicht. Ich habe vorhin auf Haugland auf Instagram gepostet, dass ich das heute announce. Lukas weiß es schon, weil Lukas hat ihn mit ausgewählt. Wir waren uns tatsächlich bei diesem Bild alle einig. Und es war eine schwere Auswahl, aber bei diesem Bild waren wir uns alle einig. Und ich werde es einfach mal zeigen. Pass mal auf. Also, der erste Nominierte, der um den Platz für die Fotoreise nach Norwegen mit seinem Bild kämpft und der auch eine 5-in-1-Jacke für Fotografen schon jetzt direkt gewonnen hat. Also mit dieser Nominierung fürs Finale kriegt er direkt schon eine 5-in-1-Jacke im Wert von 300 Euro. Und ich zeige ihn jetzt. Ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Achtung, es ist... Boom! Dieses Bild. Es ist ein mega, mega nices Bild. Und es war direkt klar, sowohl bei Christoph, als auch bei Lukas, als auch bei mir, wir haben unabhängig voneinander unsere Stimme quasi abgegeben und alle haben gesagt, also ich will dem Bild die Wildcard geben. Ja, ist der Knaller. Was fandest du geil, Lukas? Erzähl. Die simple Komposition hat mir gefallen. Es ist ohne groß Schnickschnack. Die Langzeitbelichtung, der weiße Himmel und das Boot. Ich finde, die es strahlt, ich kriege auch Gänsehaut, es strahlt so eine krasse, es strahlt so eine krasse Ruhe aus, dieses Bild. Also irgendwie, da war für mich wie klar, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das ist ich find das perfekt. Bild, ich finde das Bild auch richtig, richtig geil. Wir blenden hier mal den Namen ein. Nanu, so, voll mit dem Modus aus. Der Boris. Heißt der jetzt Boris Holzknecht oder Boris Nordmann? Boris Nordmann ist sein Instagram-Name, ne? Boris Nordmann ist sein Instagram-Name, ne? Und Boris Holzknecht heißt er aber. Das ist manchmal tricky mit den ganzen Instagram-Namen und so weiter. Also Boris Holzknecht, an dich gibt's schon mal einen richtig dicken, dicken Applaus. Haugler 5-in-1 Jacke im Wert von 300 Euro, direkt mal abgestaubt. Und er ist mit dabei im Finale um die Fotoreise nach Norwegen. Und die Fotoreise nach Norwegen hat einen Wert über 2000 Euro, inklusive Flug, alles drum und dran. Es wird eine richtig geile Sache. So, er ist quasi mit der Wildcard direkt ins Finale geschossen. Und dann ist es so, ab Montag gibt es noch eine Top 5. Und zwar eine Top 5 mit Wildcard-Gewinnern. Und diese Fotos zeige ich jetzt auch schon. Und ab Montag gehen die ins Voting. Und zwar jeden Tag kann die Community, also wir haben gesagt, wir wollen einmal Jury abstimmen lassen, aber einmal auch die Community, um es fair zu gestalten. Ab Montag wird jeden Tag ein Bild gepostet und dieses eine Bild kann 24 Stunden mit Likes und Kommentaren gewotet werden, also quasi wie man es findet. Und wer nach 24 Stunden am meisten hat, das wird immer gescreenshottet, der ist der nächste Wildcard-Gewinner. Also es gibt jeden Monat zwei Wildcard-Gewinner, der kriegt dann auch eine 5-in-1-Jacke für Fotografen. Was ist jetzt hier passiert? Einmal direkt weggegangen. Und wir schauen uns die Bilder jetzt mal an.
Technik, die begeistert. Also, du kannst ja was dazu sagen, Lukas. Was sieht man auf dem Bild, weißt du es? Jetzt habe ich gerade nicht ganz gehört. Achso. Sorry. siehst du, was auf dem Bild gerade drauf ist, oder ist Verzögerung bei dir? Nö, ich sehe es. Ja. Achso, okay. Die Milchstraße und der Felsen. Genau, es sind die externen Steine. Ich war da nämlich gerade vor einiger Zeit und habe ein Video sogar dort gedreht, mit der Milchstraße zusammen. Und wichtig, beim Wettbewerb sind keine Composings erlaubt. Das heißt, dieses Bild musste geproofed werden mit einem Screenshot. Da haben sich viele Leute gefragt, wie macht ihr das, dass ihr überprüft, ob das keine Composings sind. Und wir machen das so, David, hier wieder, der gerade bei mir sitzt, schreibt eine E-Mail an die Leute und sagt, ey, du bist in der engeren Auswahl, also sagen wir mal, Lukas, Christoph und ich haben gesagt, und das wären potenziell welche, die wir nominieren möchten. Dann schreibt David an die Leute, ey, schick uns den Beweis, dass es eine Belichtung ist. Und dann schicken die uns einen Screenshot von der RAW-Übersicht zum Beispiel, dass es auch dieses Jahr fotografiert wurde und so weiter, um eben Missbrauch, sage ich mal, vorzubeugen. Und ich habe bei dem Bild aber schon gesehen, dass es eine Belichtung ist, weil A, rauscht es ein bisschen hier unten, finde ich aber nicht schlimm. Und B, ist es auch dunkel und so weiter an den Ecken. Also ich finde es ein sehr, sehr geiles Bild. Und wir wollen bei diesem Wettbewerb eben die Fotografie feiern und nicht Composings. Composings sind cool, aber ich finde es unfair. Ich habe gestern oder heute erst wieder einen Wettbewerb gesehen, wo jemand den ersten Platz gewonnen hat bei irgendeinem Fotowettbewerb mit so einem Panorama mit einer Milchstraße, wo ich mir immer denke, Leute, das sind so viele Bilder, die zusammengesetzt sind. Das kann ich auch malen einfach. Ja? Also das ist genau das Gleiche, wenn ich da nach und nach die Milchstraße reinpinseln muss, den Vordergrund reinpinseln muss. Nichts dagegen. Es ist ein cooles Bild, es ist ein schönes Bild, aber es ist keine Fotografie, sondern es ist halt am Ende ein Composing. Meine Meinung dazu. Deswegen haben wir es auch im Wettbewerb eben bewusst ausgeschlossen. Ja, dieses Bild ist wie gesagt nominiert. Das bedeutet, ihr könnt voten. Ab Montag werdet ihr das Bild oder die Bilder ab Montag bis Freitag auf Haugland sehen. Ihr könnt gerne mitmachen und dann abstimmen für das Bild, was euch am besten gefällt. Ja, was sagst du sonst zu dem Bild, Lukas? Ja, ich finde es eben cool. Ich fand es auch gerade sehr interessant, was du gesagt hast mit Composing oder eben One-Shot-Bilder. Ich bin jetzt auch der Typ, der eher One-Shot-Bilder macht oder mag. Composing, eine coole Sache, grundsätzlich einfach eine andere Technik, eben, wie Ben schon sagt, eine Philosophiefrage. Ich finde dieses Bild hier echt cool. Ich finde es, was ich hier auch gut finde, ist die Milchstraße, die kommt sehr gut zur Geltung mit dem Felsen, und was ich sehr cool finde, ist, dass die Milchstraße hier direkt zum Felsen zeigt, dass er hier eigentlich den Blick auch führt. Wie so ein V, ne? Aber so ein, also ein liegendes V, was quasi so seitwärts so ein bisschen liegt. Das finde ich echt, ist hier gut gelungen. Auch der Vordergrund, du hast vorher gesagt, eben man sieht es One-Shot, das ist auch ein Teil, die Ecken sind dunkel. Und im Vordergrund ist wie ein bisschen Framing, nicht ganz, aber genau. die Silhouetten der Äste und der kleinen Bäume da links unten, das finde ich cool, das kann man schön einsetzen. Immer Silhouetten auch mit ins Bild zu nehmen und auch nicht immer das Gefühl haben zu müssen, das muss immer alles komplett aufgehellt sein, man muss es nicht. Nee, ja, das kann auch mal ein bisschen rauschen, es ist halt einfach Fotografie. Ja. Ne, ich meine, ein Analogbild damals hat auch gerauscht, ja? Oder wenn ich halt in der Dunkelheit fotografiere, dann kann das auch ein bisschen kriseln, es kann teilweise auch schön sein. Also was für Trends gibt es aktuell mit ihren scheiß Mistfiltern? Ja? Also die heißen ja wirklich so Mistfilter, wo Leute sich Filter draufschrauben, damit das Bild unschärfer wird, also verwaschen wird. Da, also ich kann euch zeigen, wie ein Mistfilter funktioniert. Der funktioniert so. Ja, jetzt nicht, hier ist zu warm. Die Feuchtigkeit ist nicht hochgekommen. Aber genau so funktioniert ein Mistfilter. Ja, das ist einfach, als wenn man mit Fettfingern, wenn ihr es bei eurem Handy mal macht, einfach mal raufdatscht. Und das schrauben sich Leute vor ihre 5.000 € Kameras mit ihren 5.000 € Objektiven, damit das Bild leicht unscharf wird. Ja, wo du dir auch denkst, okay, Alter, so weit sind wir heute. Also, ciao Qualität. Ja, nehm das Bild doch einfach so, wie es ist. So, naja, also auf jeden Fall, das Bild finde ich cool und mich freut so, dass die Qualität in dem Wettbewerb so hoch ist. Ja, also ich war selber überrascht, also was heißt überrascht? Ich wusste schon, dass die Leute richtig geile Bilder machen, aber es hat mich einfach gefreut, dass es so eine hohe Qualität einfach hat von Leuten in der Haugland-Community, die rausgehen und einfach geile Bilder schießen. Das hat mich richtig gefreut. Und wie kann ich jetzt hier den Namen sehen? Stefan Schraven. Er weiß es auch noch nicht, aber wer ihn kennt, kann schon mal sagen, Junge, du bist nominiert und du bist vielleicht im Finale mit dabei. So, das nächste Bild ist hier aus Niedersachsen. Wie heißt der Leuchtturm nochmal? Wir haben ihn auch im Fotoreiseführer. Ich war sogar selber schon mal da beim MDR. Der Otto-Leuchtturm. Ja, der Otto-Leuchtturm, das weiß ich auch. Aber wie heißt der nochmal? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der Leuchtturm gerade heißt. Mir fällt es gerade nicht ein. Manchmal hat man so ein Dings. Aber du kannst ja mal erzählen, Lukas, was dir an dem Bild gefällt, warum du es ausgewählt hast.
Die Farbgebung finde ich sehr geil in diesem Bild. Also die ist genauso mein Ding, diese Farbabstufung, die weichen Übergänge. Ich finde auch den Leuchtturm schön platziert. Der Weg, der so, oder dieser kleine Weg, diese kleine Straße, die so einen Bogen macht und den Blick zum Leuchtturm führt, habe mich auch sehr gecatcht. Für meinen Geschmack hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Platz rechts gegeben zum Weg, aber da bin ich natürlich auch sehr pingeliger Sack, ja. Muss ich auch sagen. Aber nö, also wirklich das Gesamtpaket hier finde ich mega schön. Was auch super Voll. cleanes Bild, ohne groß Schnickschnack. Pilsumer Das finde Leuchtturm ich echt heißt cool. er. Haben die Leute in den Chat geschrieben. Vielen Dank Ja. an Birgit. Und Silas hat auch geschrieben. Ihr wisst das alles. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Alter. Manchmal, bam. Mir hat diese Liniengebung auch sehr gut gefallen. Ich mag diese Kurve von dieser Straße im Vordergrund. Ich habe ja selber schon fotografiert und weiß, es ist nicht ganz einfach, eine coole Perspektive zu finden. Ich finde, die Wolken sind cool, weil sie so verwischt leicht sind und dadurch aber trotzdem von den Farben irgendwie harmonieren mit diesem gelben Leuchtturm auch und Voll. dadurch so den Leuchtturm mehr poppen lassen, also der mehr in den Vordergrund kommt. Ich könnte mir dieses Bild sogar sehr gut in Schwarz-Weiß vorstellen, weil auch hier das so schön beleuchtet ist an der Seite von dem Leuchtturm. Und dadurch die Kontraste super aussehen. Das Einzige, was mich gestört hat bei dem Bild, ist, dass es so schief ein bisschen ist. Auf der anderen Seite ist der Leuchtturm aber gerade. Ist einfach der Deich, der halt so läuft. Und diese Linie ist halt cool geführt. Deswegen, es gab irgendwie was, was mich aufgeregt hat. Es hat mich aber gleichzeitig auch gefreut, weil es mich irgendwie aufgeregt hat. Und deswegen haben wir gesagt, let's go. Das ist ein geiles Bild. Lass uns das nehmen. Wir schauen, wer das Bild gemacht hat. Das Bild ist von Heinz Rademacher. Heinz, wenn du das gerade im Livestream siehst, herzlichen Glückwunsch, du bist auch nominiert nächste Woche im Daumen hoch. Community Voting mit dabei. Und ich habe gerade eben schon gesehen, dass der Stefan, der das Bild davor geschossen hat, sich mega freut und auch gerade im Livestream dabei ist. Sehr, sehr geil. Okay, cool. Dann das nächste Bild. Mal was ganz anderes. Ein Aerial Shot, also ein aus der Luft Shot. Man kann auch sagen, ein Drohnen-Shot oder ein Multicopter-Shot oder ein was auch immer Shot aus der Luft auf jeden Fall runter. Lukas, erzähl was zu dem Bild. Warum hast du es genommen? Auch hier die Farbabstufung, ich mag ja Farben sehr. Das ist schon so mein Ding. Ich glaube, Schwarz-Weiß für mich eher was ich selten mache, obwohl ich es ein sehr cooler Stil finde. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich auch die Farben mag. Und das war hier auch ein Punkt, so diese Übergänge mit dem Eis, ja, das Weiße zu diesen schönen Blaufarben und so diesem Grünbraun von diesen Inseln, fand ich echt schön, fand ich echt cool. Diese Inseln an sich, finde ich auch so ein schöner Tupfer, also so ein schönes Detail. Was ich mir überlegt habe, hätte ich von unten, für mich persönlich, hätte ich von unten noch ein wenig mehr Bild weggenommen, dass die Inseln noch ein bisschen nach unten rutschen. Wäre eine Möglichkeit gewesen, kein Must-Do, aber echt cool. Und wenn man sich noch auf die Eisfläche, wenn man auf die Eisfläche guckt, da gibt es so oben ein. Also eine blaue Fläche, die sieht aus wie so ein Fußabdruck. Lustig, dass du sagst, weil ich hätte gesagt, ich sehe Mickey Maus. Guck mal hier, warte, also oder eine Maus. Hier ist ein Ohr, hier ist ein Ohr, hier ist der Kopf und hier ist die Nase. Könnt ihr meine Stimmt. Maus sehen so? Ja, hier ist die Nase und hier ist so der Kopf, der so weitergeht. Jeder sieht was Ja, anderes. stimmt. Aber das finde ich das Geile an dem Bild. Also ich mag die Farben. Ich finde es auch gut, dass es in der Mitte hier tatsächlich ist mit dieser Linie. Das oben ist Eis, wer das noch nicht gecheckt hat. Also das ist Eis, dieses Weiße. Gefroren und quasi so einzelne Inseln oder wie nennt man das? Pools, Flächen sind aufgetaut schon. Ich finde es ein sehr, sehr geiles Bild, deswegen auf jeden Fall auch mit dabei. Und ich bin schon gespannt, was die Community sagt. Francesca Posella oder Posella, je nachdem, wo sie herkommt. Sehr, sehr geiles Bild. Herzlichen Ja, Glückwunsch. cool. Du bist auch mit dabei im Community Voting. Es ist wirklich eine krasse Qualität. Und jetzt glaubt, Ja, ist nice. jetzt wisst ihr auch, wie schwer es für uns war als Jury, da jemanden rauszusuchen, Alter. Vielleicht So. wäre es noch interessant, wo das Bild entstanden ist. Also, Das Francesca, eben. wenn du hier bist. Ja, genau. Francesca, wenn du das gerade siehst, schreib es mal gerne. Sie hat es auf jeden Fall, weiß ich, in die E-Mail damals reingeschrieben. Glaube ich jedenfalls, bin ich mir ziemlich sicher. Werden wir noch hinzufügen, wenn wir das auf Haugland dann posten. Im Laufe der Woche. So, das nächste Bild Yes. ist hier. Was erzählst du dazu, Lukas? Ich sehe gerade das neue. Achso, Ja, siehst du jetzt mich? sehe ich es. Jetzt sehe ich Der es. Leuchtturm. Tipptopp. Der Leuchtturm. Ja, mega, mega krass. Also, ich meine, so einen Moment zu erwischen, was willst du da sagen? Also, es ist echt unglaublich. So diese
der Leuchtturm an sich finde ich eh cool. Cooles so Motiv, ne? Ja, ist als Motiv cool, es hat so was Standhaftes, was Mächtiges irgendwie auch. Und dann so diese Wellen, die hier dran ballern und da so auseinander preschen, so diese Gischt. Mega krasser Moment. Echt heftig. Finde ich cool, auch der Himmel, der ist schön dramatisch. Er passt so, also, er geht so über, finde ich, in die Welle. Ne? Also die Welle voll klatscht so dagegen und ist ja größer als dieser Leuchtturm selbst und sieht aus, fast wie der Himmel auch aussieht. Und ja, um ehrlich zu sein, dachte ich, das Bild wäre ein Composing und habe deswegen extra diesen Check nochmal machen lassen, diesen Fake-Check von David mit dem Raw-Bild. Und sie hat uns das Raw-Bild dazu, es war eine sie, wir gucken mal kurz den Namen an. Elisa Al-Rashid, die das Bild geschossen hat. Oder Elisa ist ein weiblicher Name, würde ich jetzt sagen. Elisa Al-Rashid, ja. Und das Raw-Bild sieht tatsächlich so aus. Also der Himmel ist nicht ganz so dramatisch, der ist ein bisschen rausgearbeitet, aber es ist ein Shot, das ist richtig cool. Richtig schönes Bild. Und was ich mir vor allem vorstelle, es muss arschkalt sein, denke ich. Ja. Weil diese krassen Wellen, die hast du eigentlich im Winter, wenn diese Sturmfluten ans Festland kommen. Und dann klatscht es so da richtig gegen. Wenn sie im Chat ist, kann sie ja mal dazu schreiben, wo das genau gewesen ist. Es könnte an der Ostsee sein. Da haben wir im Fotoreiseführer auch einige so eine Leuchttürme auf Usedom. Wie heißt diese Stadt? Sassnitz, glaube ich, hat so einen Leuchtturm, der so ähnlich aussieht. Aber es gibt mehrere Leuchttürme in Deutschland, die so ähnlich aussehen. Deswegen weiß ich nicht hundertprozentig anhand des Leuchtturms, wo das gerade ist. Vielleicht guckt sie ja zu. Ja, wäre interessant. Kann uns das erzählen. Also echt cool. Also cooles Bild. Und das ist noch interessant, dass du sagst, dass du am Anfang gedacht hast, hey, ist es ein Composing? Genau. So ganz kurz bin ich an derselben Frage hängen geblieben. Und ich habe mich gefragt, okay, warum? Warum denke ich, dass es das sein könnte? Ja, weil der Himmel so aussieht wie so luminar, finde ich, oder? So ein bisschen. Voll. So, aber also ich denke, das ist das eine oder das andere. Was ist, glaube ich, auch die Kontraste. Es ist sehr kontrastreich. Ja. Und das kann auch schnell den Eindruck geben, dass es vielleicht irgendwie zusammengebaut ist. Aber es ist ein Shot. Und das Licht ist auch cool, ja, ne? Das Licht kommt so an der Seite, so richtig nice. Okay, Elisa, auf jeden Fall nice Bild. Das nächste Bild, Alter, ein Bild krasser als das andere, oder? Und irgendwie auch so unterschiedlich trotzdem. Das fetzt mir immer wieder. Das Bild ist sehr, sehr bunt. Ja, also das war das Erste, was ich so gedacht habe, als ich es angeguckt habe. Es ist sehr, sehr bunt. Aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Lukas, was hat dir an diesem Bild gefallen? Auch so, dass die Spiegelung, die Ruhe im Bild, die Spiegelung, die Farben, es ist sehr peppig, absolut Geschmackssache. Ich finde aber, es passt hier eigentlich schon gut noch dazu. Ich glaube, das Bild lebt auch sehr von den Farben in Verbindung mit der Ruhe. Eben die Spiegelung mit diesem krakeligen Bäumchen, finde ich auch, macht einen guten, ich sage es mal, so ein guter Eyecatcher im Bild. Voll. Ich kann mir vorstellen, die Komposition so aufzubauen, war wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ja. Man sieht auch mit den Booten. Ja, wo schneidet man es ab so, ne? Also genau, auf der linken Seite ist das Boot voll eng, auf der rechten Seite ist so eine Kette irgendwie noch im Wasser, da war wahrscheinlich viel außenrum. Und es könnte sein, dass dieser Baum gar nicht so krass groß ist, vielleicht so 2 Meter maximal hoch ist und man sehr nah dran ist. Und das alles so zu kombinieren mit dem Nebel, mit dem Licht und alles, ist sehr gut gelungen, finde ich. Definitiv. Ja, definitiv. War sicher eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Und der oder die Fotografin Alexander Greulich hat dieses Bild geschossen, ist auch nominiert für den Haugland Photographer of the Year. Nächste Woche geht es ins Community Voting. Mega cool. Applaus an alle, die jetzt schon mal mit dabei sind. Yay! Mega cool. Und im Chat habt ihr schon geschrieben, wie nimmt man teil? Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob euch das gefällt, dass wir uns diese Bilder auch angucken. Die Top-Bilder quasi aus jedem Monat, also im nächsten Monat, Ende Juni, machen wir dann das nächste Jury-Voting. Dann gibt es wieder einen Wildcard-Gewinner, der direkt ins Finale kommt und nochmal 5 Community-Gewinner oder Community-Nominierte, aus denen dann die Community auswählt, wer es am Ende ins Finale auch mit schafft. So, das waren die Bilder. Werden ab Montag, wie gesagt, auf Instagram, dann auf der Instagram-Seite von Haugland gepostet. Und ihr habt gefragt, wie man teilnehmen kann. Das ist ziemlich einfach. Das Ganze kostet auch nichts. Ich muss hier kurz einmal auf die Website gehen. Also, ihr geht auf Haugland,
Dann geht ihr auf POTY, das ist die Abkürzung für Photographer of the Year. Und da füllt ihr einfach das aus. Wichtig ist, dass ihr die Teilnahmebedingungen einmal lest, denn ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, hat was damit zu tun, Fotoreise kann auch gefährlich sein und so weiter. Wir achten immer alle auf alle Teilnehmer, aber trotzdem machen wir die Fotoreisen ab 18 Jahren. Deswegen auch Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich. Man muss ein Haugland-Produkt besitzen, der Preis ist völlig egal, aber wir wollen diesen Wettbewerb für die Community machen und zeigen, was für geile Fotografen da unterwegs sind, mit Haugland auch. Und das Bild muss aus 2021 sein, ist auch ein wichtiger Punkt. Es darf nicht letztes Jahr fotografiert worden sein, es muss dieses Jahr fotografiert worden sein. Du kannst auch mehrfach teilnehmen. Also du kannst sagen, ich mache im Mai mit einem Bild mit, du schießt ein geiles Bild im Mai und sagst, ich mache im Juni nochmal mit einem anderen Bild mit, ich mache im Juli nochmal mit einem anderen Bild mit, das ist alles möglich. Und das Bild darf kein Composing sein. Keine Mehrfachbelichtung, kein HDR, kein Panorama, eine Belichtung. Ein Shot und dann kannst du teilnehmen. Genau, und sonst alles Weitere seht ihr hier. Dann hier kommen die ganzen Leute jetzt dazu, die es jetzt schon geschafft haben. Also der Wildcard-Gewinner von der Jury und dann die Community-Leute am Ende auch nochmal mit rein. So, das ist es erstmal damit. Dann gehen wir jetzt zurück mal in unsere Interview-Übersicht. Und zwar hierhin. So, ich gehe mal in den Chat und guck mal, was hier so alles geht. Kai sagt, schöne Idee, das so zu begleiten, freut mich. Kai übrigens, coole Sache, er hatte mitgemacht beim Fotoreiseführer und auf Spiekero hatte er seine Bilder hochgeladen und er ist jetzt gefeatured worden in der Digital-Foto, nee, in der Chip-Foto-Video. Wir haben so Kooperationen mit verschiedenen Fotozeitschriften und in der Chip-Foto-Video ist einmal im Monat eine Strecke drin aus dem Fotoreiseführer, wo gezeigt wird, was es für coole Motive eben gibt. Und diesmal war Spiekero dran, eben mit den Fotos von Kai. Das heißt, Kai war nicht nur im Fotoreiseführer, sondern cool. Wurde direkt gefeatured noch in der Chip-Foto-Video. Mega cool, herzlichen Glückwunsch dafür auch nochmal. Ein fetter Applaus. Ey, Das ist auch so eine Sache. Leute sagen ja immer hier, dies, das, Werbung und so weiter. Freunde, das alles ist Community-Sache auch. Ne? Also wir machen das alles am Ende zusammen. So, das ist eine wirklich coole Sache und wir supporten auch gerne andere Leute. So. Und ja, Kai schreibt, voll die mega Überraschung gestern. Sehr, sehr cool. Ja, wie geil ist das? Also echt, echt cool. Grüß an dich, Kai. Und ja, viel Spaß mit dieser Chip. Ja. Also, wenn es noch Fragen gibt, könntet ihr auf jeden Fall in den Chat reinhauen. Ich guck mal hier, was so im Chat alles abgeht. Also, Gush Photography Marcel fragt, leichte Bearbeitung, also Sättigung, Belichtung und so weiter, ist erlaubt oder zählt das bereits zu Composing? Nein, das ist natürlich erlaubt. Du kannst ein Bild, ein Raw-Bild, wir vergleichen das immer mit einem Negativ zum Beispiel, das kannst du bearbeiten, soweit es Camera Raw einfach zulässt. Aber wenn du jetzt anfängst, Lichter zum Beispiel hinzuzufügen, wie ich das vorhin gemacht habe, oder den Himmel austauschst zum Beispiel, oder Sachen hinzufügst, wir haben das auch nochmal detailliert beschrieben, dann ist das Bild nicht mehr zugelassen. Und es gibt auch andere Wettbewerbe, zum Beispiel National Geographic Wettbewerbe, weiß ich noch, vor, ich glaube, 8 Jahren oder 9 Jahren hatte ich da mal teilgenommen. Da war das auch so. Da durfte man ein Bild hochladen. Teilweise haben sogar Wettbewerbe manchmal Geld gekostet. Also man musste eine Gebühr zahlen, um überhaupt teilzunehmen. Und da war es auch so, es durfte nur eine Belichtung sein. Also es durfte kein Composing und es durfte auch nicht mal stark bearbeitet sein. Ja. Das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Also du kannst ruhig Klarheit oder sowas hochmachen, wenn dir das jetzt gefällt. Ist die Frage, ob es dann ins Endvoting reinkommt oder was auch immer. Aber natürlich, normale Bearbeitung kannst du machen. Du kannst auch von mir aus stempeln. Also wenn da jetzt Müll liegt an der Seite und du willst ihn weghaben, das kannst du noch machen. Das würden wir jetzt noch nicht dazu zählen als Composing. Aber wenn du etwas hinzufügst, zum Beispiel Müll hinzufügen würdest, der nicht dort gewesen ist, oder einen Mond hinzufügst, der nicht dort gewesen ist, einen Delfin hinzufügst, der nicht dort gewesen ist, durchs Wasser springen, dann ist das eben nicht mehr in Ordnung. Muss das Juni-Bild auch im Juni entstanden sein? Nein, das ist egal. Also das Juni-Bild kann auch aus Januar sein, aus Februar sein und so weiter. Wir möchten nur die Möglichkeit geben, weil wir wissen, jetzt ist eine starke Zeit zum Fotografieren und davor war halt auch Lockdown und so weiter, dass du mehrfach auch teilnehmen kannst. Also wir wollen Leuten die Möglichkeit auch geben, mein Foto hat es jetzt im Mai nicht geschafft, aber ich habe ein anderes geiles Foto geschossen, dann probier es mit dem Foto nochmal. Genau. Da kann ein schöner Anstoß sein, um auch rauszugehen. Voll. Und eben was zu probieren, zu sagen, hey, ich möchte ein Bild machen für den Award, für den Wettbewerb
Und so wie es sich auch ein kleines Projekt zu schaffen, um hier gezielt fotografieren zu gehen. Kann genau. Sehr spannend sein. Also, wir haben ja schon vorhin gesagt, wir machen einen Instagram-Check noch, also dass wir eure Instagram-Profile uns angucken, Lukas und ich gemeinsam, werden wir rüber gucken und schauen, was ihr für nice Fotos so gemacht habt. Und da werden wir gleich den Chat mal für öffnen. Ich gehe jetzt aber hier noch ein bisschen durch und gucke, was noch so geschrieben wurde. Pascal sagt, ihr macht das super, vielen Dank. Es ist sehr anstrengend. Vielen Dank. Sehr heiß, Alter. Es sind hier 25 Grad, glaube ich, draußen aktuell. Und hier drin sind auf jeden Fall 35 Grad. Stefan sagt, krasse Bilder. Allen auf jeden Fall viel Erfolg. Auf jeden Fall. Meiru sagt, ich dachte auch zuerst, die Bilder werden bearbeitet. Beziehungsweise wahrscheinlich das Bild, meint er, mit dem Leuchtturm, wo das so außenrum gefetzt ist. Cyril fragt, bleibt das Video online nach dem Livestream? Ja, wir werden das online lassen. Wir werden zukünftig auch Recuts machen von den Videos, also quasi nochmal in kleine Teile schneiden, zum Beispiel nur Bearbeitung oder nur zum Beispiel auch Instagram-Feedback und so weiter, Portfolio-Feedback, genau. Alright, David, was geht bei dir sonst? Hast du was für uns? David, wie sieht's bei dir aus? Hast du was für uns? Okay, also keine Fragen. Wir können immer nur auf Fragen beantworten, wenn Fragen da sind. Beziehungsweise wenn Fragen qualitativ so sind, dass wir auch diese Fragen beantworten. Ihr müsst an David vorbeikommen. David ist der Türsteher. Ich hatte auf jeden Fall noch Fragen von gestern, die ich gescreenshottet habe. Und zwar kann Lukas diese Frage ja mal beantworten. Ich frage dich immer, was das für ein Trackpad ist. Das ist eine Festplatte. Bei dir? Ja. Achso. Auf der rechten Seite. Sieht spektakulärer aus, als das es ist. So, warte. Ah, eine interessante Frage wurde gestern auf Instagram gestellt von Van Photography. Soll ich bei Reisen meine Kameras versichern lassen und wenn ja, wo? Interessante Frage. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob ihr eure Kameras versichern lasst. Schreibt's mal rein. Und Lukas, lässt du deine Kameras versichern? Auf jeden Fall. Meine Ausrüstung ist versichert. Klar, mache ich das auch beruflich, dass vielleicht nochmals ein weiterer Aspekt hinzukommt. Aber auch schon vorher hatte ich es versichert, habe ich es versichert gehabt, weil es geht so schnell. Ja, ich habe schon so viele Kameras ins Meer segeln sehen oder hier umgefallen, da weggerissen. Und es kann einfach schnell gehen. Und ich glaube, wenn man Landschaftsfotografie macht, dann wird einem das irgendwann vielleicht auch mal passieren, weil man halt unterwegs ist, ja, über Stock und Stein. Also ich habe meine Kamera versichert und ich sage es mal so, je nach Wert eurer Ausrüstung kann das definitiv Sinn machen, das zu tun. Und wenn ihr sagt, nö, will ich eigentlich nicht das ganze Jahr, aber ich gehe jetzt auf Fotoreise nach Schottland oder ich gehe jetzt auf Fotoreise auf die Lofoten, dann, wenn ich richtig liege, gibt es auch die Möglichkeit, die Ausrüstung für einen bestimmten Zeitraum zu versichern. Und das würde ich mir schon überlegen. Ja. Okay. Also ich gebe immer die Antwort, wenn mich da sowas jemand fragt, zum Beispiel bei Workshops oder sowas. Es hängt immer davon ab, wie hoch der Kamerawert tatsächlich ist, weil eine Kameraversicherung natürlich auch was kostet. Jede Versicherung kostet was und nicht jede Versicherung macht gleich viel Sinn. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Golf 3 hast und Vollkaskoversicherung, ist halt der Wert von so einem Golf 3, wenn es jetzt kein Special Edition, was auch immer ist, nicht so krass hoch. Trotzdem kostet eine Vollkaskoversicherung halt relativ viel und du hast nochmal Selbstbeteiligung und so weiter, je nachdem, was du für Tarif abschließt. Und bei der Kameraversicherung ist es zum Beispiel auch ähnlich. Ich habe damals meine erste Versicherung, also ich habe eine Kameraversicherung auch, allerdings muss man immer bei mir sehen, ich mache das Ganze beruflich. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mein Kamerazeug im Wert von ungefähr 20.000 Euro. Also das ist nicht alles Kamerazeug, aber einiges. Was ich so zum Beispiel irgendwo mit dabei habe, wenn wir produzieren auf Reisen, hatte ich damals 2015 versichern lassen, als wir das erste Mal weit around the world gedreht haben. Zum Beispiel in Afrika, zum Beispiel in, wo war das noch, Australien und so weiter, habe ich gesagt, wenn beim Flug, das war eigentlich meine größte Sorge, wenn beim Flug was kaputt geht oder abhanden kommt, was auch immer, kann ja alles passieren.
oder uns ins Auto eingebrochen wird oder was auch immer, Sachen einfach kaputt gehen, dann möchte ich, dass diese Sachen versichert sind. Und diese Versicherung hatte gekostet für den Wert, 20.000 Euro waren das damals gewesen, 600 Euro im Jahr, Pi mal Daumen. Und das war dann Neuwertersetzung. Ne? Also es wurde dann der Neuwert ersetzt. Das heißt, wenn meine Kamera für 3.000 Euro ins Wasser fällt, wichtig, in manchen Versicherungen steht drin, Salzwasser ausgeschlossen. Also wenn sie ins Süßwasser fällt oder bei Regen komplett kaputt geht, was eigentlich nicht passiert, aber kann trotzdem immer passieren, aber ist mir noch nie passiert. Aber sagen wir, das würde passieren. Dann wird der Neuwert ersetzt. Es gibt auch teilweise Versicherungen, die ersetzen nur den Zeitwert, also mit Abnutzung und so weiter drauf gerechnet. Also da muss man das Kleingedruckte sehr, sehr gut lesen und überlegen, lohnt es sich, zum Beispiel jetzt 600 Euro, 400 Euro, es geht ja nach unten dann, wenn ihr nur 10.000 Euro versichern lasst, Kamerawert, ist das ja weniger. Lohnt sich zum Beispiel jetzt 400 Euro Kameraversicherung, wenn 10.000 Euro weg sind? Oder sagt ihr, wird mir nicht passieren. Das ist immer so ein Spiel mit Angst. Versicherungen spielen immer mit Angst. Ne? Ist immer so. Es kann alles passieren. Ne, ich kann das Auto aufgebrochen werden. Ich kenne Leute, denen ist das schon passiert. Mir ist noch nicht passiert. Toi, toi, toi. Kann trotzdem passieren. Mein Kamerazeug ist versichert. Ich schreibe das ab von der Firma. Das läuft einfach durch. Das ist einfach ein Posten. Der wird einfach gemacht in der professionellen Arbeit. Als Privater muss man überlegen, wie risikobereit ist man, wie sicher fühlt man sich und so weiter. Und zum Beispiel in Hotelzimmern, wenn man in Hotels ist und das im Safe zum Beispiel liegt und der Safe wird ausgeraubt oder irgendwie geknackt oder was auch immer, dann ist das auch versichert in der Hausratsversicherung zum Beispiel. Und zu Hause Einbruch auch. Da muss man nur gucken, wie hoch ist wieder der Wert. Ne? Wenn man zu viel Wert hat, muss man wieder gucken, ob man die Police angleichen muss. Also es ist ein sehr komplexes Thema, was man nicht pauschal beantworten kann. Aber ich habe eine Versicherung, Lukas hat eine Versicherung. Wir machen das aber beide auch beruflich, das muss man dazu sagen. Und es hängt einfach vom Wert ab, wie hoch ist die Kamera. Oder wie hoch ist der Wert und wie hoch ist deine Risikobereitschaft, sage ich mal auch. Wie hoch ist die Schmerzgrenze, wenn was schief geht? Wenn es knallt. Also, ja, aber sagen wir, du hast eine Versicherung und 5 Jahre läuft das einfach und nichts passiert, hast du halt auch, wenn es 500 Euro im Jahr kostet, 2.500 Euro ausgegeben. Ne? Nach 5 Jahren. Das ist so. Also nehme ich den Regenschirm mit, und weil es soll regnen oder nicht. Und wenn du ihn mitnimmst, regnet es nicht. Und so. So ist es. Das Gleiche. Genau. Ja, also so ist es. Ich hoffe, wir konnten die Frage damit einigermaßen gut beantworten. Kauschu sagt, Mietwagen aufgebrochen hatte ich in Teneriffa im Teide Nationalpark. Ja, das ist scheiße, auf jeden Fall. Ja. Ich musste auch schon einen Mietwagen aufbrechen auf dem Ozon. Du hast den Mietwagen also aufgebrochen, Lukas. Also musste ich machen. Dein eigenen Mietwagen. Warum? Warum? Weil Autoschlüssel im Fotorucksack, Auto offen und so, weißt du, so Keyless-Zeug. Schön die Rucksäcke im Auto, Kofferraum zu und klack, überall die Stifte runter. Und zu war die Geschichte am Arsch der Heide. Und ich habe tatsächlich mit dem restlichen Akku, den ich im Handy noch hatte, gegoogelt, wie man am besten ein Auto aufbricht. Okay. Und dem habe ich da Challenge accepted. 3/4 Stunden habe ich gebraucht, dann war die Karre offen. Seine SD-Karte wechseln. Hast du schon mal deine SD-Karten gewechselt, Lukas? Also, wie ich austausche und sage, die kommt jetzt weg. Ja, also jetzt nicht im Sinne von, wenn sie voll ist, dann wechsle ich die. Das ist ja logisch. Aber quasi wahrscheinlich ist die Frage darauf abgezielt, geht die irgendwann kaputt? Sollte man die quasi irgendwann erneuern, weil sie sonst vielleicht kaputt geht? Vielleicht so besser gestellt. Vielleicht ist das ähnlich wie mit der Datensicherung von den Bildern. Also, vielleicht macht man es erst, wenn es zu spät ist. Eine gute Datensicherung, wenn es mal richtig hart geknallt hat. Das kann natürlich sein. Hey, ich habe sehr viele Speicherkarten, die ich immer wieder durchwechsel und brauche und verwende. Ich habe nicht irgendwie nur ein oder zwei Karten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nie die Entscheidung getroffen, okay, diese Karte kommt jetzt weg, weil vielleicht zu alt oder ja, was auch immer. Ja, wie handelst du das, Ben? Also bei mir ist es so, es ist noch keine kaputt gegangen, um das schon mal zu beantworten. Also noch keine Speicherkarte, SD-Karte, wie auch immer, ist irgendwann mal kaputt gegangen. Bei mir regelt das tatsächlich die Technik, weil Speicherkarten ja immer schneller werden, günstiger werden und ich dann meistens nach 2 Jahren oder sowas sage, ach guck mal, 64 GB oder 128 GB kosten ja nur noch XY, die kosten ja die Hälfte von vor 2 Jahren. Dann kaufe ich mir jetzt noch eine größere Speicherkarte, weißt du, nach dem Motto, irgendwie. Und dann habe ich eine neue Speicherkarte, sowieso. Also so ist das eher. Also ich habe hier ganz viele Speicherkarten rumliegen. Ich habe teilweise Speicherkarten rumliegen, warte mal, hier auf dem Tisch sogar. Irgendwo.
Können wir das machen? Guck mal, warte. Zum Beispiel diese Speicherkarte ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Funktioniert auf jeden Fall noch. Ja. Diese Speicherkarte ist relativ neu, 128er. Funktioniert auf jeden Fall. Das sind alles neue Speicherkarten, falls ein blödes Beispiel. Aber ich habe noch, also außer die 5 Jahre alte, ich habe Speicherkarten noch, die sind 16 Gigabyte. Ich habe letztens Speicherkarte gefunden mit nur ein paar Megabyte drauf. Funktionieren immer noch. Die war in der Lumix drin, in meiner ersten Kamera. Und die ist schon Ewigkeiten 450 alt. Megabyte oder irgend so was ja, Lustiges. Ja, die funktionieren immer noch. Also es kann passieren, wie bei allem. Es kann auch passieren, dass ihr das Bein brichst. Muss halt aber nicht. Deswegen, ja. Ich habe sie noch nie tatsächlich aktiv, jetzt nach 2 Jahren oder so gesagt, jetzt muss ich sie mal tauschen. Ich kriege dauernd irgendwie neue Speicherkarten, weil Technik das braucht. Zum Beispiel, wenn ich dann 4K-Filme, dann wieder andere Codex-Filme oder was auch immer, dann brauche ich einfach größere Speicherkarten. Meistens auch so, fürs Filmen kaufe ich mir neue Speicherkarten, weil das immer größere Datenmengen, immer schneller sein muss. Und dann nehme ich die alten Karten fürs Filmen wieder fürs Fotografieren, weil die dann immer noch super sind, weil Fotos nicht so viel Schreibgeschwindigkeit brauchen. Ja. Aber damit, glaube ich, Frage soweit beantwortet. Ja, ich glaube, immer regelmäßig safen ist wichtig, ja, vor allem, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr eine Woche irgendwo auf einer Reise seid, wo auch immer, dann jeden Abend safen und ja, im schlimmsten Fall habt ihr einen Tag verloren, sagt mal, wenn die Speicherkarte hops geht. Ja, also hier, das will ich machen. HSV-Joker schreibt, mir ist es auch schon passiert, dass SD-Karten den Geist aufgegeben haben, war mega ärgerlich und ich hatte zum Fotografieren keine anderen mit. Okay, krass, ist mir noch nicht passiert auf jeden Fall. Rinzia hat geschrieben, einem meiner Kamera ist eine SD-Karte schon 8 Jahre drin. Achso, wahrscheinlich in einer Kamera ist schon 8 Jahre die SD-Karte drin und damit hat sie schon mehrere 10.000 Fotos gemacht und ist noch immer nicht kaputt. Ja, ist halt so und so, ne? Kann so und so sein. Ist wie mit Computern. Manche haben Computer, zum Beispiel dieses Laptop, ist bestimmt schon 6 Jahre alt oder so. Funktioniert immer noch. Immer noch super Teil. Ja. Bearbeite ich immer noch Bilder. Aber andere Leute haben so ein MacBook, ist kaputt. Kann sein. Ist einfach ja, voll. Ist manchmal irgendwie so und so. Genau. Alright. David, hast du noch irgendwas? Das Geile ist, er hat ein neues Canceling-Kopfhörer. Ne? Ich könnte jetzt erzählen über ihn, was ich wollte. Er würde es nicht mitkriegen. Er kann ein bisschen lästern. Er hört einen Stream, ne? Aber er hört es erst danach, 30 Sekunden später oder sowas. Jetzt guckt er erst. David. Du sollst nicht hier wieder heimlich irgendwelche Sachen gucken. Ich weiß genau, was du da machst. Ey, pack das ein. Pack das Ding ein. Spaß. Jetzt nichts. Warte, was sagst du? Mir ist gerade nichts Passendes da, aber eine Frage war. Ja. Zwar unpassende Frage im Sommer, aber habt ihr bestimmte Handschuhe im Winter, mit denen ihr die Kamera oder auch das Display noch gut bedienen könnt? Ach so. Also Handschuhe, mit denen man die Kamera besonders gut bedienen kann, kommen dieses Jahr sehr wahrscheinlich von Hautland. Aber mehr kann ich ja früher noch nicht erzählen. ja. Das dazu. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit Instagram. Wir machen ein neues Chapter auf, einen neuen Part. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr es auch reinposten. Aber wir hauen jetzt los mit Instagram. Wir gucken jetzt eure Instagram-Portfolios an. Das heißt, ihr habt ab jetzt die Möglichkeit, ich brauche hier noch so eine Tröte, so miau, miau, miau. Ja, genau, so Gunshot. Ja, ja. ihr habt jetzt die Möglichkeit, haut euren Link in den Chat rein, ja? Beziehungsweise links geht ja nicht, ne? Kommando zurück. Haut euren Ad-Namen, also Ad, zum Beispiel jetzt bei mir, Ad Jaworski, in den Chat rein. Und wir machen per Zufall, gucken wir gleich uns Instagram-Namen an und dann gucken wir uns die hier an im Livestream. Aktuell 399 Zuschauer live mit dabei. Das muss ich mal geben, das ist so viel, mehr sogar wie bei der Vortragstour. Wer bei der Vortragstour war, da hatten wir immer 300 Leute im Haus. 300 Leute waren eine Halle. Also jetzt keine Arena, aber das war schon eine gute Halle. Zum Beispiel in Leipzig kann ich mich erinnern. Das war riesig. Das war so eine riesige Konzerthalle, so ein Club oder sowas. So. Du hast schon Eindruck gemacht. Das war schon krass. 300 Leute, wenn die abgehen und applaudieren. Wir sind jetzt mehr gerade in diesem Livestream. Und ihr habt die Möglichkeit, dass eure Bilder, euer Instagram-Profil jetzt hier angeguckt wird. Und wir zwei Profis geben unser Feedback dazu ab und nehmen euch auseinander. Nein, Spaß. Wir möchten positives genau. Feedback, wir möchten, dass ihr euch verbessert und geile Bilder macht. Also, haut euren Instagram-Namen, wie auch immer ihr heißt, in den Chat rein und wir suchen uns jetzt per Zufall gleich welche aus. Alter, das ist die Ad-Lawine. Ist mein Ding aus? Ja. Dann musst du Akku einfach wechseln. Meine Cam ist gerade aus, nicht wundern. Aber der Livestream läuft noch weiter, der Ton läuft weiter. Ihr haut währenddessen schon mal was rein. Und weißt du was? Ich kann das einfach jetzt ganz easy hier machen. Ich klicke hier einfach einmal rauf und gehe einfach einmal auf Ben Desktop mit Gast.
So, und jetzt sehen wir hier. Was ist das denn für ein Instagram-Account, du? Hast du einen Akku? Ja, ein Gerät. Okay. Es hört nicht mehr auf in den Kommentaren. Es hört nicht mehr auf, es geht richtig ab. Wir lassen mal ein bisschen laufen. Wir lassen mal ein bisschen laufen, ganz easy. Also, wir schauen uns hier erstmal die Instagram-Seite an. Junge. Also, ist das ein Model? Das ist doch der eine, oder? Von, das ist crazy. Von denen da ist es doch der eine. Bester Tipp. Nee, komm, wir fangen jetzt schon mal an. Ihr müsst ja mein Gesicht dafür nicht sehen. Und wir wechseln währenddessen hier mal ganz entspannt die Kamera. Also, ich fahre jetzt hier mal durch den Chat durch, mache meine Augen zu. Ihr könnt es eh nicht sehen, weil meine Kamera aus ist. Aber, warte. Okay. Wir schauen jetzt. Ich gebe hier einmal ein. Oh, das ist jetzt noch spannender mit eingeben, weil ich kann es nicht einfach kopieren, weil es auf dem anderen Rechner ist. Also, JU.RAGI. Juragi. Let's go. Let's go. Okay, Juragi. Fotograf aus Röhm. Nee. Keine Ahnung. 16 auf jeden Fall. Okay. Läuft die Kamera wieder? Ja. Okay, nice. Ihr seht mich wieder. Welcome back im Livestream. Ich gucke kurz, ob das Bild tatsächlich auch hier ist. Yes, ich bin wieder im Livestream. Nice. Okay, also wir gucken uns jetzt die Bilder an. Das ist er wahrscheinlich hier, oder? Okay, alles klar. Dann schauen wir mal hier durch die Bilder durch. Lukas sieht das ja alles auch gerade, ne? Yes. Ich sehe es relativ klein, aber ich versuche hier mal bei mir größer zu machen. Ich probiere es mal hier ein bisschen größer zu ziehen. So. So. Auf jeden Fall schon mal ein nice Milchstraßenbild. Das ist schon mal cool. Ja. Es ist leider nicht ganz das Zentrum. Für alle Leute, die gerne Milchstraße fotografieren, das Zentrum ist quasi noch so ein bisschen dicker. Das ist vom Zeitpunkt her dann ein bisschen zu früh, zu spät oder andere Jahreszeit. Aber an sich, der Ort ist sehr, sehr gut, um die Milchstraße zu fotografieren. Und wenn du da, das sieht aus wie so ein Maisfeld oder sowas, wenn du da nochmal hinkommst, probier da mal das galaktische Zentrum abzupassen. Aber sonst von der Helligkeit und Belichtung, Kameraeinstellung und so weiter ist alles super. Mit dem Zentrum siehst du nochmal einen krasseren, dicken Teil hier. Was für ein Bild würdest du wählen, Lukas? Da müsste ich nochmal die Übersicht sehen, tatsächlich. Guck mal, wir nehmen mal das hier. Das ist eigentlich ganz geil. Ist das echt? Das sieht ein bisschen fake aus, oder? Welches meinst du? Ja, du siehst es immer ein bisschen versetzt nur, ne, leider. Ja, oh, der Baum ist geil. Genau, jetzt hast du ihn. Also, Juragi, schreib mal in den Chat, ist das echt oder ist das scary placed? Ich sage, es ist scary placed. Was sagst du? Hast du gefaked, Junge? Hast du da gefaked, den Himmel? Sag mal, Juragi, ist ja nicht schlimm, ich will einfach nur wissen. Und was sagst du, Lukas? Ob es replaced ist oder nicht? Schwierig zu sagen, könnte schon sein. Wenn es nicht replaced ist, ist es auf jeden Fall ein krasses Bild. Ja, voll. Also so oder so ist es schön. Es ist ein geiles Bild, aber frag mich jetzt, ob es ein Foto ist tatsächlich oder replaced ist. Also der Baum ist auf jeden Fall schon mal geil, die Form ist mega. Vordergrund ist ein bisschen unscharf, oder? Geht von unscharf zu scharf oder ist Vordergrund auch scharf? Das weiß ich, das ist leider nicht so eine gute Auflösung hier mit Instagram, wenn man das so groß zieht, weißt du? Ja, ja. Auf jeden Fall finde ich nice, ich finde auch den Baum cool, dass er so zentral steht. Ja, so zentral. Ja, mal in der Mitte. Einfach so straight, bam. Das finde ich echt nice. Okay, Juragi, sag mal jetzt, ob das... sag, Junge, was ist da los? Ob das replaced wurde oder ob das jetzt der echte Baum quasi echt so ist. Aber ist da unten ein Blitz drin? Da ist ein Blitz auch noch drin, ja. Es ist so ein Unwetter und ein Blitz. Ich weiß es nicht, es könnte echt sein, aber ich finde hier an den Kanten sieht es so ein bisschen aus, als ob da so eine als ob es freigestellt wäre. So ein bisschen Glow. Ja, deswegen, schreib mal Juragi jetzt. Ja. Wo ist er? Keine Scheu. Gib kein richtig oder falsch. Na gut, du kannst ja nochmal nachher reinschreiben. Wir machen weiter. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast, Raphael. Sehr cool. Und sehr coole Bilder auf jeden Fall mit dabei. Ihr könnt selber auschecken auf seinem Instagram-Account. Und genau, dann checken wir den nächsten Instagram-Account ab. Yes. Wer ist mit dabei? Raphael. Ah, hier. Auch. Ist fake, sagt er. Raphael. Okay.
War auch nice Farben, die durch, die durch dein Feed gehen. Ja, Mann. Okay, dann machen wir weiter mit... Warte, ich mache wieder mit zunehmenden Augen. Also, nehmen wir mal hier Kanalmitglied at Fiore. Schauen wir mal aus. At Fiore unter Graphy. Richtig? Richtig. Let's go. Kanalmitglied, vielen Dank dafür. Wir wissen gar nicht, ob wir Kanalmitglieder noch in Zukunft weitermachen, aber auf jeden Fall cool, dass du mit am Start bist. Kanalmitglieder sehen übrigens immer freitags schon das Video. Das heißt, wenn zum Beispiel sonntags eine neue Folge Fotoreiseführer oder was auch immer kommt, wo wir unterwegs sind, oder Tutorials oder was auch immer, freitags sehen Kanalmitglieder immer schon die Videos zuerst. Und genau, könnt ihr mitmachen. Also, das erste Bild haben wir schon mal angetroffen. Ja, ey, ich wollte gerade sagen, ist das nicht, ja, oder? Ist das nicht im Wettbewerb gewesen auch? Ja, genau. Es war, können wir ja sagen sogar, es war sogar in der engeren Auswahl. Ja. Aber ganz, ganz knapp, es war in den letzten Top 7 quasi, von den Top 5 fürs Community Voting. Ja, voll. Ganz knapp, ganz knapp. Aber du hast so viele nice Bilder, die ich hier sehe, auf diesem Account schon. Vielleicht machst du nochmal mit. Ja? Soll ich geben mal ein Feedback zu dem Bild? Ja. Ich finde es cool, von den Farben, auch von der Spiegelung. Was mich hier am meisten, was ich am meisten angeeckt habe, ist, dass der Kirchturm zu knapp ist oben. Ist fast angeschnitten. Und da wäre vielleicht so ein Tipp von meiner Seite. Ich sage immer so, immer genug Speck dran lassen. so ein bisschen Abstand zum Rand. Wenn ja, nachher kann man immer beschneiden. Ne? Nachher kann man genau beschneiden, aber... Wie viel das ist, das muss man so ein bisschen für sich rausfinden. Da gibt es, glaube ich, keine Faustregel. Aber ansonsten echt nicer Shot. Ja. Ich finde es auch super, finde die Farben sehr gut. Ja, sehr kräftig. Das muss man immer fragen, ist es echt? Ist, ich glaube, es ist echt. Glaube ich auch, ja. Also vor allem mit der hellsten Stelle da am Himmel, wo die Sonne wahrscheinlich weggegangen ist oder kommt. Ja, die Spiegelung ist auch schon sehr echt. Also ja. Ist ein geiles Bild, ist ein super Moment. Es ist auch eine krasse Location, weil dieser Kirchturm steht ja im Wasser. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Stausee, wo die irgendwann mal diesen Stausee überflutet haben oder sowas. Oder es war mal ein Dorf in so einem Hang und dann haben die quasi das überflutet und einen Stausee draus gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Fiore, kannst ja mal in die Comments hier reinschreiben. Das ist der Reschensee. Der Reschensee. Kennen den sogar. Und der wurde, ich glaube, der wurde erst gerade trockengelegt. Ah, okay. Wegen irgendwas. Und da siehst du noch so Teil von den Mauern von den anderen Häusern, okay, die da noch drunter sind. Ja, voll creepy. Das ist bestimmt auch geil zu tauchen. Da tauchst du so durch so ein altes Lost Place Dorf durch. Ja, voll. Heftig. Okay, schauen wir mal, ob hier noch was Nices dabei ist, wo wir Feedback zu abgeben können. Ah, hier ist nochmal das gleiche Motiv, nur mit einem anderen, zu einem anderen Moment. Ein paar Wildlife-Sachen. Ey, eine Gottesanbeterin. Krass. Okay, so viele Bilder hat sie gar nicht hier drauf, aber das Bild aber ist cool. Auf jeden Fall ein Knaller und kommt auch gut, gut an, kommt super an. Guck mal, das ist Toskana, oder hier? Ja, Toskana. Warte, kommt gleich bei dir auch. Das ist so ein typisches Motiv, was man auch malt, ne? Mit anderen Farben, stimmt. So ein bisschen, nicht so viel grün, aber das ist so ein typisches Toskana-Motiv. Ich war noch nie in der Toskana. Warst du schon in der Toskana, Lukas? Ah, ich war schon mal, aber das ist schon, schon lange her. Da war ich, da war ich vielleicht so 10 oder so. Ja, krass. Da habe ich so ein bisschen Erinnerungen noch dran. Aber da will ich auf jeden Fall gerne wieder mal hingehen. Ja, also, das sind sicher mega coole Motive. Ey, lass uns doch zusammen mal hingehen und lass uns doch mal einen coolen. Achso, ich wollte noch liken, fällt mir gerade ein. Dann gibt es mal direkt ein Like. Direkt mal ein Yeah! Ja, cool. Yeah. Okay, wenn Lukas und ich mal in die Toskana fahren sollen, schreibt es mal in den Chat rein. Und haut auch mal den nächsten Instagram-Namen rein. Aber es sind schon so viele Instagram-Namen. Wir gehen jetzt mal über zum nächsten. Also, Fiore hieß sie, glaube ich. Fiore. Fioregraphy. Super geiles Bild. Ja, nice. Und wir gucken jetzt mal weiter. Oh, jetzt kommen wieder so viele Nachrichten hier gerade rein. Ich mache es wieder so und dann bleibe ich irgendwo stehen. Okay, checken wir ab.
Also, der nächste ist ein R, glaube ich. Können wir gleich sehen. M-A-C-C-O-W-L-I. Marcovelli. Let's go. Okay. Das sind mal ganz andere Bilder, nicht so viele Landschaften. Das ist doch auch cool. 34, zu jung, um alt zu sein. Alles klar. Marco hat die Blende auf. Cool. Also, schauen wir mal. Ein paar Autofotos hat er am Start. Schön, was ist das? Ein GTI oder sowas? Ja, kenn ich nicht aus. Sein. Ich werde es gesteinigt im Chat. Also, das ist doch kein GTI. Vielleicht ist es ein GTI. Keine Ahnung. Oh, ist das hier ein Biber oder so eine... Wie heißen die? Bisamratten. Okay, er steht auf jeden Fall auf Autos, auf Mädels. Und Tiere. Das sieht man hier im... Und das ist er wahrscheinlich selbst. Das ist noch ein cooler Look, so ein bisschen Vintage. Ja, ein bisschen Delfine am Start. Okay, es ist so, wie so ein Instagram-Profil halt ursprünglich auch war. So nicht so viel Portfolio in Sachen Fotografie, sondern mehr so alles Mögliche. Also es sind schon Fotos, ist klar, aber es ist jetzt so, ich sag mal, mehr alles Mögliche auch dabei. Alles gemischt, so keine wirkliche klare Linie. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, wofür steht Marcovelli? Würde ich sagen, keine Ahnung, Alter, für alles. Für Autos, Lost Places, Frauen, sich selbst und Delfine. Das heißt, man müsste schon, wenn man jetzt sagt, man macht so eine Instagram-Page wie so eine Art Portfolio. Wir hatten ursprünglich überlegt, ob wir ein Portfolio-Review machen. Jetzt ist es ein Instagram-Review quasi auch. Wenn man ein Portfolio hat oder auch eine Instagram-Seite professionell betreiben möchte oder in eine bestimmte Richtung betreiben möchte, sollte man auch probieren, in dieser Richtung möglichst viel zu machen und dafür andere Sachen wegzumachen. Was nicht heißt, dass man es nicht macht. Das heißt einfach nur, dass man es quasi nicht zwingend auf der gleichen Seite alles teilt. Weil jemand, der sich zum Beispiel für Lost Places interessiert, interessiert sich vielleicht nicht für Autos. Jemand, der sich für Autos interessiert, interessiert sich vielleicht nicht für Frauen. Oder wahrscheinlich, da ist die Überschneidung relativ groß. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder interessiert sich halt nicht für eine Ente oder was auch immer. Sondern da muss man gucken, wie will man wahrgenommen werden von draußen. Mhm. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich poste gar keine Porträts oder ganz, ganz selten nur Porträts. Also jetzt gar nicht von mir, sondern auch von anderen. Auch wenn ich Porträts schieße oder auch wenn ich dies und das und jenes fotografiere, poste ich nicht alles auf Instagram, weil Instagram halt ein Kanal ist, den ich so mache, wie ich ihn halt mache. Mit den Bildern, wie ich sie halt mache, wie eine Art Portfolio. Und Leute werden darauf aufmerksam, jetzt nicht nur Leute, die auf YouTube gucken oder sonst wie, sondern Firmen, Agenturen und so weiter, finden das interessant und sagen, diese Richtung, das finden wir interessant, macht es da. Und so funktioniert eigentlich ein Portfolio. Man zeigt in einem Portfolio das, was man es gibt einen Spruch, man zeigt das, wofür man gebucht werden möchte. Ich weiß nicht, ob du gebucht werden möchtest, aber in dieser Richtung oder so denke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Portfolio anlege oder wenn ich auch eine Instagram-Seite machen würde. Ja, vielleicht dann eher überlegen, wie man das aufteilt. Aber ist schon so eine Linie zu finden in ein Feed, machen wir gar nicht so einfach. Es ist halt immer die Frage, was ist es? Ne? Für was ist es für mich selber oder ist es für andere? Also ist es für kommerziell, ist es für Likes, ist es für dies, für das, für jenes? Da muss man schon genau überlegen, was ist die Strategie einfach dahinter? Oder ist es einfach völlig egal und ich haue nur irgendwas raus? Aber dann ist es halt auch das, was das Feedback einfach ist. So. Ja. Genau. Sonst technisch sieht es soweit ganz cool aus. Es ist auf jeden Fall so Vintage. Voll. Vintage-Look. Hier so ein bisschen Studio mit Ringlicht. Und ja, sind auf jeden Fall ganz nice Bilder. Hier was ganz anderes. Also sieht ein bisschen aus wie einfach jemand, der, ohne ihm jetzt so nahe zu treten, jemand, der seit, ich sag mal jetzt so 2-3 Jahren eine Kamera hat und einfach sich ausprobiert und sein Ding noch findet. So. Ist auch gar nichts Falsches dran, aber das ist so der Eindruck, den ich jetzt hier habe. Das Bild zum Beispiel finde ich sehr cool, hat aber gar nichts zu tun mit dem Rest, der hier auf Instagram zu sehen ist, zum Beispiel jetzt auf dem Feed. Also es ist komplett anderer Style, komplett alles anders als zum Beispiel das jetzt hier. Das ist so ein Bild, ja, das würde ich nicht posten tatsächlich, zum Beispiel jetzt, ohne jetzt zu hart zu klingen, aber das passt einfach überhaupt nicht zum gesamten so. Ja. Das ist zum Beispiel ein ganz cooles Bild. Das geht eher so ein bisschen in die künstlerische Richtung auch, finde ich. Okay, also wenn ich ein Bild aussuchen müsste, wo ich sage, das gefällt mir richtig geil, würde ich das Bild auf jeden Fall nehmen. Das finde ich ziemlich cool. Und ansonsten gibt es noch ein Like, weil er es feiert zu fotografieren. Let's go. Nice. Cool. Dann machen wir weiter. Der Nächste. Die Nächste. Wer hat Bock? Wer ist mit dabei? Wer traut sich? Mies Bock. Wer traut sich, ist jetzt die Frage. Okay. Weiter geht's.
Weißt du, was wir nächstes Mal machen können? Wir können ja nächstes Mal, wenn wir den Livestream machen, oder wir können jetzt schon mal, wir testen das jetzt schon mal. Wir machen jetzt Folgendes. Wir erhöhen jetzt die Challenge. Ihr schreibt euren Instagram-Namen, also Ad und euren Instagram-Namen, und dazu schreibt ihr, was ihr fotografiert. Dann haben wir nämlich eine bessere Übersicht und können sagen, okay, wir wollen nicht nur Landschaft zeigen, wir wollen nicht nur dies, wir wollen nicht nur das, wir wollen ein bisschen Abwechslung. Und dann können wir mal sagen, okay, wir gehen jetzt in jemanden rein, der nur Porträts macht. Wir gehen mal rein in jemanden, der Architektur macht. Wir gehen mal rein in jemanden, der Wildlife macht und so weiter. Weil anhand des Instagram-Namens können wir es ja nicht immer sehen. Das heißt, wir haben random jetzt schon Leute gehabt, haben die ausgewählt und jetzt gucken wir noch, ob Leute dabei sind in einer bestimmten Richtung. Also, ja, das ist cool. Schreibt mal dazu, add euren Namen und dann in Klammern zum Beispiel hinten dran, was ihr fotografiert. Hauptsächlich. Okay. Sehr cool. Ich sehe einfach nur die Lawine mit Tier, Makro, Landschaft, Makro. Ja, Nico hat gesagt, ist dir aufgefallen, den ersten hast du keinen Like da gelassen. Ist mir aufgefallen, tut mir sehr, sehr leid. Werde ich nachher nochmal checken und noch ein Like hinterhergeben. Habe ich im Eifer des Gefechts komplett einmal verballert. War nicht persönlich gemeint. Ich gebe gerne ein Like. Alright, jetzt gucken wir mal, was der Chat so macht. Ist ja immer ein bisschen zeitversetzt. Also, ist jetzt wie so ein Pitch, wie so ein Elevator-Pitch. Hier zum Beispiel wird schon was Gutes geschrieben. Der eine hat geschrieben, ist was anderes. Warte, jetzt ist es schon wieder weg. Boah, hier City Landscape. Okay, okay, was machen wir jetzt? Lukas, wir stimmen jetzt zusammen ab. Also, Portrait Street oder so, Landwirtschaftsfotos, Landschaften, Naturfotografie. Das finde ich cooler so. Jetzt hat man ungefähr einen Überblick. Ja, voll. Geile Tiere und Landschaften, eher moody. Das klingt doch ganz spannend, oder? Ach nee, er hat gar nicht geschrieben Galle. Er heißt Galle mit Nachnamen oder sie. Ich weiß noch nicht. Manuel Galle. Ich hab gelesen, geile Tiere und Landschaften. Okay. Hier, Tiere und Landschaft moody und dann nehmen wir danach nochmal was anderes. Das ist doch cool. Also, Street. Ja, wir auch nehmen. Genau. Also, let's go. Zeigen uns die geilen Tiere. Genau. Mano.galle. So. Okay, let's go. Bisschen moody, hat er gesagt. Okay, ist auf jeden Fall ein R. Da ist er. Hier auch auf dem Bild drauf. Yo. Was geht? Alles klar. Dann 4000 Abonnenten. Das ist doch schon mal ganz geil. Aus dem Hund zurück. Okay. Sind auf jeden Fall coole Bilder dabei. So dieser typische, ich sag jetzt mal Instagram-Style. Ja. Sind auf jeden Fall nice Shots mit am Start. Hier sieht man ganz schön bei dem Feed, finde ich, dass es so eine gewisse Abwechslung gibt, die aber trotzdem eine Linie zieht. Zum Beispiel ist hier so ein Tier, hier ist 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 ein Tier. Mhm. Fast so Dreier-Split so. Hier auch Dreier. Also hier so mal eine Detailaufnahme von Natur, aber es ist irgendwie so alles übergreifend Natur. Und das war das, was ich eben meinte bei dem anderen Account, war das nicht so. Da war irgendwie alles so reingeworfen und keine klare Linie noch zu finden. Manchmal entwickelt man die erst. Wir haben auch ein Video aufgenommen, wie findet man seinen eigenen Stil. Da rede ich auch so ein bisschen darüber. Aber hier sieht man schon, dass hier so ein Stil schon gefahren wird. Ja, definitiv ist schon eine Linie drin, auch von der Bearbeitung. Ich meine, es braucht auch einen Moment, bis man das hat. Aber das sieht man hier schon. Ja, wenn ich hier so durchscrolle, da sind schon unterschiedliche Bilder, so Architektur dabei und trotzdem passt es irgendwie insgesamt in das Ganze mit rein. Es ist manchmal auch ein Fluch und ein Segen, muss man so sagen. Ne? Weil manchmal ist man so auch, vielleicht würde dieses eine Bild anders ganz geil aussehen, aber wenn ich das jetzt anders bearbeite, passt es nicht mehr zu dem Rest, den ich mache. Ja, das ist dann halt so. Das ist wie wenn du ein Restaurant hast und sagst, wir sind halt ein Pizza-Restaurant, dann sagst du, ja, ab heute gibt es auch, keine Ahnung. Thai, genau. Oder du bist ein Dönerladen und sagst, ich verkaufe jetzt auch China-Pfanne. Das ist immer für mich Kriterium, wo ich sage, ich gehe nicht in diesen Dönerladen. So, weil Döner und China zusammen ist so, da muss schon der Chef auch ein Asiate sein, finde ich, um asiatisches Essen anzubieten. Ist einfach so. Hat nichts, finde ich, mit so Racist oder sowas zu tun. Ist, keine Ahnung, einfach für mich so, keine Ahnung, verbinde ich nicht miteinander. Ist für mich nicht glaubwürdig. Wenn links der Dönerspieß steht und rechts macht der gleiche auch die China-Pfanne so. Also dann gehe ich lieber zu einem Spezialisten, der sagt, ich mache diese eine Sache sehr, sehr gut. So. Genau, und ich mache nur die Sache. Genau. Ja, aber ist cool. Coole, moody Bilder. Also welches Bild finde ich besonders nice? Ich mag das hier. Das finde ich ein cooles Bild. Der Rehbock. Der, ja, das ist cool. Was für ein Bild findest du nice, Lukas?
Du kannst ja selber noch ein Like vergeben. Ich finde, geh mal weiter nach oben. Ich finde das oben rechts, finde ich ganz cool mit der Person im Landschaft. Das dritte Bild im Feed. Das hier. So ganz oben. Und noch ein bisschen weiter nach oben. Achso, das hier? Ja, ich bin ganz oben. Ja, genau, das eins weiter. Das oben drüber. Genau, das. Das finde ich recht cool. So Moody Shot. Ja, voll. Nice. Auch witzig. Ich hätte jetzt als ich jetzt in kleiner gesehen habe, hätte ich gedacht, da ist eine Lampe, aber das ist eine weiße Mütze. Ja, ist eine Mütze. Aber das könnte mit so einer Stirnlampe auch cool aussehen. Finde ich auch sehr cool. Ja, Moody Shot. Ich bin auf jeden Fall, er fragt hier Team Moody. Ich bin auf jeden Fall Team Moody, Alter. Team Nebel. Definitiv. Team Nebel, safe. Okay, Mano, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Manoji, sage ich einfach Manoji. sehr cooler Feed. Nice Sache. Und weiter so. Let's go. Ja, dann nice. Gucken wir weiter, was hier noch Schönes gemacht wurde. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auch den letzten Account für heute rein, oder? Yes. Also. Hast du noch jemanden gefunden, wo du sagst, das hat dich jetzt angesprochen? Der Pitch? Mich würde das Thema Street noch ansprechen. Okay. Hast du da einen Namen? Sag mal einen Namen, ich gebe es dir ein. Da ist mir was vorher vorbeigeflitzt, aber ich muss da tatsächlich nochmals. Wir machen es spannend, Leute, wir machen es spannend. Nochmals danach suchen. Ich hoffe, euch macht der Stream soweit Spaß. Es sind sehr unterschiedliche Themen immer, aber wir wollen so einfach ein cooles Community-Ding machen, einmal im Monat. Immer mit einem anderen Gast jetzt. Heute mit dabei, wer gerade eingeschaltet hat, Lukas Vöglin. Der Stream wird auch noch eine Weile stehen bleiben. Vielleicht zerhacken wir den Stream auch nochmal. Und ja, dann geht's ab. Yes, ich habe sogar jemanden gefunden. Okay, sag mal. Also at underline Janis, also mit der J-A-N-N-I-S ja. 21. Alles klar, Janis 21, so richtig geschrieben, underline Janis 21. Genau. Okay, let's go. Jetzt so voll jemand anders. Genau. Okay. Der nur geile Tiere drauf hat. Janis, medizinischer Cannabisvertrieb. Janis, best friend. Alles klar. Hat genau 9 Bilder am Start. Klein, aber fein. Okay, 9 Bilder am Start. Es gibt ja viele Leute, die so wenig Bilder in ihrem Feed auch nur haben und dann manchmal Bilder löschen und wieder andere Bilder hinzufügen. Das sind auf jeden Fall so Street-Bilder, ne? Ja. So ja, ein bisschen gemischt. Wie definiert man eigentlich Street? Was ist so die Definition von einem Street-Foto? Also ich würde sagen, es ist in Street sicher auch Technik enthalten. Also sprich so spezielle Effekte, so Wischeffekte. Also weiß ich, irgendwie ein Auto ein bisschen länger belichtet, dass es noch verwischt. Ich denke, ich weiß ja, Lichtzieher, Lightrays in einer Stadt gehören vielleicht auch noch dazu. Ja. Hier sind ja so ein paar, wo du auch mit einer längeren Verschlusszeit oder wo hier mit einer längeren Verschlusszeit gespielt wurde. Ich kann ja mal das hier aufmachen. Voll. Das ist so der Klassiker. Sieht aus wie Berlin irgendwie, aber ist wahrscheinlich irgendwo anders, keine Ahnung. Könnte aber auch Berlin sein, ich weiß nicht. U3. Ja. Ist auf jeden Fall cool mit so einer genau. Person. Ja. Und was also für mich Definition von Streetfoto ist, es ist nicht gestaged. Also gestagte Fotos sind keine Street-Fotos. Sondern Street-Fotos ist halt, ich gehe raus und halte fest, was die Street mir gibt. Ja, man kriegt mich von der Straße, aber die Straße nicht von mir, aus mir. So, ja, und ich wollte vorher auch noch sagen, das ist, ich glaube, es ist auch sehr, hat sehr viel damit zu tun, Momente zu sammeln. Genau, den Moment auf der Straße, der halt passiert. Und da muss man schnell sein. Vielleicht sitzt der Fokus nicht ganz richtig, aber der Moment ist nice. So, das ist so für mich die Definition auch von Street. Okay. Definitiv. Das sind auf jeden Fall ganz interessante Impressionen. Es ist jetzt die Frage, wo das alles ist. Er sagt, er kommt aus Bremen. Also vielleicht sind das Bilder auch aus Bremen. Ich weiß nicht, ob Bremen eine U-Bahn hat. Das weiß ich nicht. Das sieht aus wie Hamburg. Könnte das sein so? Dieser U-Bahnhof, ja. Den haben wir auch im Fotoreiseführer. Bin ich mir... Ah ja, hier steht es auch. Hamburg, Germany. Ach, guck mal, vielleicht steht hier auch oben, wo es ist. Berlin. Ja, siehst du, ist doch U3. U3 Berlin. Good old fancy house. Ja, es sind auf jeden Fall auch nice Shots. Halt so typische Momentaufnahmen. Man hat jetzt nicht so einen durchgängigen Style.
Das Bild ist ziemlich dunkel. So eine Ja, ach, so eine Schneeballschlacht zum Moment halt, okay. und den Tipp, den ich, Janis, den Tipp, den ich dir vielleicht geben kann, ist, versuch darauf zu achten, dass du die Bilder einigermaßen gerade fotografierst schon oder zumindest nachher gerade richtest. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was rausholen. Zum Beispiel die U-Bahn kippt ein bisschen nach links oder der Rollerfahrer scheint auch ein bisschen schräg zu sein. Aber ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was holen, so mit einfachen Moves. Okay, nice. Ich habe hier noch einen Account, der hat ganz gut gepitcht. Yes? Ey, Freunde, pitchen ist wichtig, ja, dass ihr sagt, ihr kennt vielleicht den Begriff Elevator Pitch. Da geht es darum, während einer Fahrstuhlfahrt probiert man dem anderen seine Idee so gut wie möglich zu verkaufen. Ja, das ist so ein Elevator Pitch. Und auch wenn man probiert, quasi seinen Instagram-Account jetzt hier vorgestellt zu bekommen, probiert man, den so kurz und so gut wie möglich zu beschreiben, dass man neugierig wird, das vielleicht interessant findet und das jetzt in diesem Fall raufklickt. Und mal gucken, ob er hält, was er verspricht. Und zwar, ich gebe mal ein hier, den Namen. Er hat ganz gut gepitcht. Er hat geschrieben: Nordische Landschaften, Polarlichter, Seascape, Wildlife, Romantik. Interessant. Alright. Bin ich jetzt gespannt, was da kommt. Ja. Tales of the North. Also Geschichten des Nordens. Das ist schon mal interessanter Name. Wurde sich Gedanken darüber gemacht. Wenn es thematisch jetzt auch um den Norden geht, rundes Konzept. Let's go. Boom. Coole Bilder mit dabei. 22.000 Abonnenten am Start. Seit wann heißt es eigentlich Abonnenten? Heißt es schon immer Abonnenten oder heißt es Follower? Ich habe keine Ahnung mehr. Diese ganzen Plattformen machen Eins Locker. von beiden. Nur nach Locker. Genau. Aber nice. Was sagst du, Nice. Lukas? Ja, sehr geil. Sehr coole Bilder. Auch ein schöner Bildlook. Und man merkt ja auch, es ist schon so eine Einheit drin. Ja. Also es ist nicht so Kraut und Rüben, ja, sondern es ist schon eine gewisse Linie drin. Also echt nice. Schöne nordliche Bilder. Ja, hier ist natürlich entscheidend auch nicht nur das fotografische Können, sondern halt die Locations sind auch mega nice. Voll. Das verspricht ja auch der Name, nordische Landschaftsfotografie. Aber dazu als Tipp für alle: Er hat genau das gemacht, was ich vorhin nicht kritisiert habe, aber eben erklärt habe. Er hat gesagt: Okay, was gibt's hier? Das ist so, wie wenn du sagst: Was gibt's bei dir? Was gibt's bei dir zu essen? Bei mir gibt's Pizza. Okay, ich habe Hunger auf eine Pizza. Er sagt: Was gibt's bei dir? Nordische Landschaftsfotografie. Okay, nice. Dann guckst du dir an und sagst: Ich mag nordische Landschaftsfotografie, da findest du auf jeden Fall was. Wenn er jetzt anfangen würde, Thailand-Bilder zu posten, das würde nicht passen. Da sagt er: Ich bin jetzt in Thailand, geilster Urlaub der Welt, geilste Bilder geschossen, Walhai, passt nicht hierhin. Leider, leider. Das ist Der so. Fluch, der Fluch, das ist halt der Fluch. Aber es passt halt perfekt dahin. Wenn er jetzt sagt: Ich mache ein Bildband über nordische Fotos, ja, was er genauso nennt, Tales of the North, würde ja perfekt sogar passen. Vielleicht hat er es sogar, ich habe keine Ahnung. Dann, ja, dann würde es einfach perfekt passen. Also, Das ist es cool. sind mega viele coole Bilder dabei. Das Bild catcht mich auf jeden Fall. Ist mir schon beim Durchscrollen. Waren wir auch schon, das ist, glaube ich, Skogafoss heißt der, ne? Dieser Wasserfall. Ja, genau, Skogafoss. Mit Polarlichtern. Ich glaube, das ist hier ein bisschen alles reingepinselt, dieses Grün. Ich glaube nicht, dass Polarlichter so grün in dieser Gischt hier reflektieren. Who knows? Manchmal sind Ja. sie sehr stark, aber die sehen nicht so stark aus. Also ich glaube, da wurde so ein bisschen nachgeholfen, aber ist egal, ist ein geiles Bild. Ist Ähm, nice. mir, mir gefällt die Person. Das Bild hat man ja schon tausendfach gesehen, ne? Mit Mensch vor Wasserfall. Wir haben sogar im Videokurs, da stehst sogar du, Lukas, ne? Da waren wir Ja, zusammen. voll. Da stehst du vor diesem Wasserfall mit der gelben Jacke, damals noch keine Haugland. Und da haben wir dieses Foto schon gemacht. Aber bei Nacht mit Polarlichtern hat man noch nicht so oft gesehen, auf jeden Fall. Finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Und gerade bei so Locations, die man schon so oft fotografiert hat, ist es natürlich schön, wenn man dann auch sieht, dass es ein bisschen anders gemacht wurde. Kriegt mal ein Aber Like. wir haben tatsächlich auf der Fotoreise Island haben wir diesen Wasserfall mit Polarlichtern auch Echt? fotografieren können. Mega. Ja, voll. Im Winter oder welche? Ja, muss ja im Winter gewesen sein. Das war die Herbstreise. Letztes Jahr. 19, ja. 2019, ja. Ah, vor 2 Jahren, Genau. stimmt. Letztes Jahr war ja nicht wegen Corona wieder. Ja, mega geil. Mit Also, wenn ihr mal Bock habt, mit Lukas auf Fotoreise nach Island oder auch nach Norwegen jetzt diesen September, die Yes. Polarlichtchancen sind sehr, sehr hoch. Wir kennen die besten Spots und bringen euch zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Ja, komm mit, das wird geil. Die mag ich auch. Die habe ich leider selber noch nicht fotografiert. Wo ist er denn jetzt? Hier. Die Papageientaucher? Ja, Mann. Ja. Du hast sie schon mal fotografiert, auch auf Island oder wo? Ja, genau, wir hatten die
Ja, wir hatten die tatsächlich auch auf einer Fotoreise im Sommer, konnten wir die fotografieren. Mega. Und ich habe die erste Papageitaucher, ich war, das ist 13 Jahre her, ja, vor 13 Jahren zum ersten Mal auf Island und da noch so eine Kompaktknipse. Und da konnte ich tatsächlich auch Papageientaucher fotografieren. Mega schöne Tiere einfach, ne? Mit ihrem Schnabel, mega, wie bunt der ist und so weiter. Er schreibt, er ist nicht ganz zufrieden mit dem Foto, wie es bearbeitet ist. Ist trotzdem ein cooles Foto, kriegt auf jeden Fall ein Like. Ich feiere Papageientaucher. Und ich habe hier nebendran auch noch ein gutes Bild gesehen. Zum Beispiel hier, das ist auch noch ziemlich nice, so mit so einer epischen Person hier so an diesem Wasserfall. Bam, wie er nach unten schießt. Nice, kriegt auch noch ein Like weg. Ja, also hat sich doch gelohnt, den Pitch zu machen. Sehr cool. Cooles Konzept auf der Seite. Ich feiere die Bilder auf jeden Fall. Es sind coole Sachen mit dabei. Ich glaube, du kriegst heute noch ein paar Follower von den Zuschauern. Wenn es euch gefallen hat, genau, checkt da einfach vorbei. Yo, ich würde sagen, sehr cool. Sehr, sehr nice. Ich gehe mal in die Main Scene zurück hier. Achso, nee, sorry. Nee, diese ist es. Ich gehe mal in die Main-Scene mit Lukas zurück. Ich hoffe, euch hat dieser Livestream viel Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Wir probieren ja immer ein bisschen was mitzugeben. Wir können immer nur so nice die Fragen beantworten, wie Fragen auch gestellt werden. Also ich animiere euch nur dazu, wenn ihr Fragen habt, stellt diese Fragen. Sonst gibt es diese Möglichkeiten nicht, dass ihr zwei Leute gleichzeitig mal nach ihrer Meinung fragen könnt zu bestimmten Themen. Gibt es auch so was von dir, David? Okay, David sagt die ganze Zeit nein. Er macht die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Keine Ahnung. Okay, nice. Sehr cool. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir sind 22 Uhr, 2 Stunden Livestream. Lukas, vielen Dank, dass du da gewesen bist in diesem Livestream. Ich freue mich schon auf die kommenden Projekte, die jetzt in ein paar Wochen anstehen. Toi, 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 wir drücken die Daumen. Es könnte sein, dass es auch in diese ähnliche Richtung geht, in diese nordische Richtung. Wer weiß. Man munkelt. Könnte sehr nice werden. Vielleicht bald auf YouTube dann. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet das nächste Mal wieder ein. In einem Monat machen wir wieder einen Livestream. Dann gibt es auch wieder die Chance, dass ihr eure Instagram-Profile postet und ja, selber mit dabei seid. Ansonsten lade ich euch ein, auch beim Photographer of the Year-Wettbewerb mitzumachen und eure Bilder natürlich einzusenden für die Bildbearbeitung. Ne? Also einfach lernvonben.de/YouTube. Das ist die Domain, wo ihr das dann machen könnt. Ja, ich sage vielen Dank, Lukas. Genau. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Au revoir und ciao in die Schweiz. Ja, hab einen schönen Abend und cool, dass ihr dabei gewesen seid. Yes, hau rein. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Leute, wie gesagt, bis zum nächsten Livestream. Wir werden diesen Livestream danach noch live stehen lassen. Und ihr könnt ja den Kanal mal abonnieren. Zack. Diesen Sonntag gibt es kein Video. Immer wenn wir Livestream machen, machen wir kein Video dafür. Und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Warte. Ein Technik, die begeistert. Ein Applaus an euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wahrscheinlich schwitzt ihr genauso wie ich gerade. Und ich freue mich auf den nächsten Livestream. Und bin gespannt, was für coole Instagram-Profile dabei sind, was für coole Fotos mit dabei sind und was wir bearbeitungsmäßig noch rausholen. Wenn ihr sonst Vorschläge habt, schreibt es gerne in den Chat noch rein. Ansonsten gerne auch auf Instagram und so weiter immer schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag ciao und beende jetzt den Livestream. Ich glaube, ich muss den auf YouTube zuerst beenden. Also mach's gut, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.